Guten Abend und alle herzlich willkommen zu unserem nächsten Vortrag in der Vortragsreihe. Heute mit dem Thema Technik im Kontext der Nachhaltigkeit, Fluch oder Segen. Bevor wir damit beginnen, jedoch wie üblich ein paar Ankündigungen. Zunächst möchte ich einmal gleich erstmal das Wort an Jasmin Gora abgeben, denn sie möchte ein gewisses Projekt, das auch im Sinne der Nachhaltigkeit, würde ich mal behaupten, steht, euch allen kurz einmal ja, was dazu erzählen. Bitte, Jasmin. Ja, danke schön. Mein gewisses Projekt, was ich euch zeigen möchte, seht ihr jetzt auch schon die weiße Folie, ist das Archishare. Das ist ein Tauschregal für Architektur- und Modellbaumaterialien. Und vielleicht so ein bisschen erstmal, wie bin ich auf die Idee gekommen? Ich bin zum Masterstudium hier zur TU Braunschweig gekommen und ganz am Anfang gab es so eine Diskussionsrunde zum Thema Modellbau, wo Studierende und Lehrende ja, sich ausgetauscht haben und darüber diskutiert haben, wie denn der Modellbau nachhaltig werden kann. Während dem Studium hatte ich gar nicht mehr so viel mit Modellbau zu tun, weil Corona hat das Ganze so ein bisschen eingedämmt. Aber gegen Ende, wo dann der Campus schon wieder ja, fast normal offen war, ist mir aufgefallen, dass Studierende der Architektur mit riesigen Modellen zu so Containern gelaufen sind und die da einfach reingeworfen haben. Sprich, die haben ihre ganzen Modelle, so wie sie waren, weggeworfen. Und dann habe ich da mal reingespickt und gesehen, dass da halt ja, große, noch weiter verwertbare Materialien dabei waren, Grundplatten, große Pappen. Und das war dann so der Impuls, da geht ja vielleicht noch was. Das heißt also, dieses Thema Nachhaltigkeit im Modellbau vielleicht. Geht es ja wirklich, dass man Materialien wiederverwendet und weiter benutzen kann. Mit der Frage, wie mache ich das jetzt sozusagen, bin ich dann an unsere Fachschaft getreten, habe auch nachgefragt, vielleicht gibt es ja sowas schon, ich weiß es nur nicht. Es gab wohl Ambitionen, so ein Regal schon mal zu erstellen, hat sich aber nie umgesetzt oder umsetzen lassen. Und der nächste Schritt war dann der Hinweis, dass ich da noch ein Sandkastenprojekt draus machen könnte. Das habe ich dann auch gemacht, aber irgendwo war für mich so dieses Thema, ja, ich bin ja jetzt alleine die Studierende, aber es soll ja für alle sein. Wie kriege ich die denn da alle noch mit dran? Also war die Idee, im Architekturstudium gibt es so ein Format, das heißt Stegreifentwurf. Das ist über einen begrenzten Zeitraum für einen Punkt entwerfen Studierende zu verschiedenen Aufgabenstellungen. Ja, Projekte und da habe ich das IAK, also das Institut für architekturbezogene Kunst, gefragt, ob sie sich nicht vorstellen könnten, das als Aufgabenstellung zu ihrem Stegreif zu machen. Die Idee dahinter war eben erstmal ein Bewusstsein zu schaffen, hey, wir könnten ja Materialien austauschen und weiterverwenden und eben auch gleichzeitig die Hoffnung, dass da ein guter Entwurf dabei rauskommt, den wir weiterverwenden können. Das war eben auch in der Aufgabenstellung so beschrieben. Und zudem war auch das Thema eines Brandings, also der Name, ein fetziger Name jetzt so wie unserer Archishare, sollte damit entwickelt werden. Also es haben ganz viele mitgemacht, es sind noch echt coole Entwürfe rausgekommen, aber der Schritt vom Entwurf in die Umsetzung in der Architektur, wie so oft, auch bei unserem Regal, hat dann doch noch relativ viel Nachjustierung und Veränderung erfordert. Als dann ein Entwurf stand, haben wir ausgerechnet, wie viel das letztendlich kostet. Also wir wussten schon die Materialien grob. Haben dann den Zuschnitt, die Holzzuschnitte berechnet und waren dann bei über 800 Euro und haben gesagt, oh, das vielleicht dann doch nicht so. Und dann hat sich da ein ganz glücklicher Zufall ergeben.
Und zwar war hier, also auf den Zeitrafferaufnahmen, ist das Aquarium, also das Foyer vom Okerbruchhaus zu sehen. Da standen aus einem älteren Sandkastenprojekt so Sitzmöbel. Und die sollten laut GB3 wegkommen, weil sie einfach schon kaputt waren. Es war zu gefährlich, sich da drauf zu setzen. Und wir haben die ausgemessen. Also wir bedeutet eine Gruppe von Studierenden, da sind auch einige heute beim Vortrag dabei, da freue ich mich wirklich auch über die Unterstützung, haben dann eben gefragt, ihr werft die doch weg, dieses Holz, wir könnten das voll gut gebrauchen. Und so konnten wir dann eben mit dem GB3 abmachen, wenn wir die Möbel auseinanderbauen und uns auf Seite legen, was wir für unser Regal verwenden, wiederverwenden wollen, wäre das überhaupt kein Problem. Und das haben wir dann so gemacht, konnten ganz viel Holz wiederverwenden, die Boxen, vielleicht sind einige, die öfter mal durch das Foyer gehen, da, die können die wiedererkennen, das waren so Hocker-Sitzelemente, das sind jetzt unsere Schubboxen, also wir konnten ganz viel wiederverwenden und haben dadurch auch ja, Geld gespart. Und das war eigentlich so jetzt die Zusammenfassung, also das kann man jetzt so super kurz in ein paar Minuten runterrattern, aber im Endeffekt haben wir, glaube ich, über ein Jahr dieses Projekt bearbeitet, weil es halt immer wieder Verzögerungen gab. Aber eigentlich ist es echt cool, dass es an der Uni gerade mit der Gruppe, mit denen ich gearbeitet habe, so funktioniert hat, dass wir es letztendlich doch abschließen konnten. Und falls noch mehr Architekturstudierende zuhören, jetzt noch die Erklärung, wie das Ganze funktioniert. Also die Idee ist nicht nur unbedingt Materialreste, also wie Graupappereste oder Gipsreste gut verpackt in das Regal zu packen, sondern eben auch Modelle zu recyceln, indem eben Bäumchen abgeknüpft werden und dort ja, deponiert werden, bis sie einen neuen Nutzen finden oder eine Grundplatte vom Rest befreit und da dann zur Weiterverwendung ein Zwischenzuhause findet. Ja, das im Schnelldurchlauf. Ich weiß nicht, ob irgendjemand Fragen dazu hat oder so. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank, Jasmin. Wenn ich mich nicht irre, gibt es das Projekt ja auch auf der Webseite vom Sandkasten. Da kann man dann wahrscheinlich, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, im Nachhinein vielleicht nochmal ja, eine Frage stellen oder sich da beteiligen, Updates und sowas bekommen, wenn ich mich Ja. nicht irre. Genau. Also schaut euch das an, vor allem ihr Architekturstudis. Ansonsten eine zweite Ankündigung zum Vortrag nächste Woche von Dr. Maria Pimenta Lange. Pflanzen for Future hieß er, glaube ich. Und der wird auf Englisch stattfinden. Einfach als Vorwarnung für die das relevant sein sollte. Ansonsten machen wir es jetzt ans, ja, ans Eingemachte. Und zwar möchte ich einmal kurz Professorin Dr. Elisabeth Endres vorstellen. Sie leitet hier bei uns an der TU Braunschweig das Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur. Und von dem, was ich so herausfinden konnte, befasst sie sich innerhalb der Forschung mit dem klimaneutralen Bauen, mit Low-Tech-Konzepten und ja, der Energie von Baustoffen, so wie man ja gute, nachhaltige Gebäude bauen kann, umsetzen kann, planen kann. Ja, und auch vor kurzem ausgezeichnet worden mit dem Kulturpreis der Ingrid-zu-Sand-Stiftung. Mit ja, diesem Intro würde ich jetzt gerne euch in den Vortrag von Frau Enders überlassen. Ja, vielen Dank. Ja, danke. Das hat mich sehr gefreut, natürlich einen Kulturpreis zu bekommen, aber noch mehr den Ruf natürlich in Braunschweig lehren und forschen zu dürfen. Ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen und bedanke mich auch für die tolle Organisation. Danke auch, dass das online stattfindet.
konnte, weil ich kurzfristig nach Hamburg musste, und hier ging es genau um das Thema, das gerade schon besprochen wurde. Reißen wir ein Haus, das schon in einer Wettbewerbsauslobung ist, ab oder kann es stehen bleiben und doch anders als untersucht vielleicht dann wiederverwendet werden? Also ganz spannende Fragen, die immer häufiger auftreten. Und das ist natürlich super, wenn man dann auch aus der Nachbarstadt eingeladen wird nach Hamburg, um dort in einem Preisgericht mitwirken zu dürfen. Von daher vielen, vielen Dank, dass das so technisch möglich ist. Also ich meine jetzt nicht, wenn es um Technik geht heute, die Medientechnik. Das finde ich ganz hervorragend, dass wir da guten Schritt weitergekommen sind durch die Pandemie, sondern bei mir geht es um die Haustechnik. Und ich starte jetzt einfach mal den Bildschirm und bringe Ihnen mit ein paar Bildern vielleicht auch näher, um was es sich da so handelt, was wir machen im 10. Stock des BS04-Gebäudes und was vielleicht auch hinter unserem Institutsnamen steckt. Also die Technik im Kontext der Nachhaltigkeit, Fluch oder Segen. Ich selber stelle mich noch mal kurz vor. Ich habe Architektur studiert in Kaiserslautern und in München und war lange wissenschaftliche Mitarbeiterin, insgesamt 12 Jahre am Lehrstuhl von Gerhard Hausladen und nach dessen Emeritierung bei Thomas Auer, und habe mich dort als Architektin relativ schnell damit beschäftigt, warum das nicht funktioniert mit der Technik und der Architektur, mit dem, was Funktion und Schönheit vielleicht bedeutet. Ich selber habe im Schwerpunkt Gestalten studiert und mich auch sehr viel damit beschäftigt. Und als ich fertig war mit dem Studium und dann so in diese Richtung gegangen bin und mir das sehr viel Freude gemacht hat, ich habe immer nebenbei in Büros gearbeitet, an Wettbewerben, und wenn die dann umgesetzt wurden, gab es immer Probleme mit der TGA, und parallel hatte ich die Chance, eben mit erst einem Viertel wissenschaftlichen Stelle und dann immer mehr, bis hin zu 2/3, drüber bin ich eigentlich nie hinausgekommen, bis zur Professur, dann eben Praxis und Theorie so zusammenzubringen. Und das ist auch das, was mich weiterhin beschäftigt, und deswegen werde ich Sie heute auch an Beispielen Ihnen zeigen, was aus meiner Meinung nach oder auch aus der Forschung, die wir in Braunschweig machen, wichtige Themen sind, über die wir im Bauen der Zukunft sprechen sollten. Und ein Kommilitone hat damals dann zu mir gesagt, wie kann man so enden? Ich habe dann im TGA-Büro bei Professor Hausladen auch angefangen, parallel zu arbeiten. Bin dort in die Teamleitung, dann Geschäftsleitung aufgestiegen, und ich glaube, es geht nicht darum, oder nicht, weil ich so gut das letzte Ventil beherrsche, sondern wirklich um diese Zusammenhänge zwischen dem Planen, dem Bauen, dem Werkstoffen, der Energieerzeugung und der Architektur eben immer zu interagieren und den Prozess interdisziplinär voranzutreiben. Und das werden Sie jetzt gleich an ein paar Beispielen sehen, aber zum Einstieg vielleicht noch mal ganz kurz, was es mit diesem Begriff auf sich hat. Was ist ein Institut für Bauklimatik und Energie der Architektur? Das ist am Ende vom Tag, könnte man auch sagen, ein Institut für Bauphysik und Haustechnik. Aber so ganz einfach ist es dann vielleicht auch nicht in der heutigen Zeit, in der die Anforderungen an das Bauen und in dem das Bauen vor einem wahnsinnigen Paradigmenwechsel steht. Umfasst es vielleicht ein bisschen mehr als die Bauphysik und die Haustechnik in ihren originären physikalischen Gegebenheiten und in ihren funktionalen mechanischen Gegebenheiten. Die Bauklimatik umfasst und etwas weiter hinaus über die Bauphysik, die sich ja mit Wärme, Feuchteschutz und Schallschutz beschäftigt, noch dieses Interdisziplinäre als Begriff zwischen Technik, Gebäude, Komfort, Anforderungen und eben auch vielleicht der Frage, wie wenig, wie viel brauchen wir, um ein behagliches Raumklima zu schaffen. Die Energie der Architektur, da habe ich auch nicht vergessen, irgendwie Energie in der Architektur, sondern dort geht es, und davon bin ich wirklich überzeugt, dass Architektinnen und Architekten auch dafür verantwortlich sind, wie viel Energie wir in Zukunft in unseren Städten, auf dem Land, in unseren Gebäuden brauchen, aber auch welche Klimata sich in der Stadt entwickeln, indem sie eben Materialien einsetzen. Also einmal die Energie, die in den Materialien steckt. Es ist wirklich die Energie der Baukonstruktion, sogenannte graue Energie,
Die Bundesstiftung Baukultur benennt sie mal als goldene Energie. Das ist natürlich ein bisschen schöner, als eine graue Maus zu sein. Und dann ist es schon an uns Planenden zu überlegen, wie warm oder wie kalt wird es in einem Gebäude, in dem ich eben über Speichermassen nachdenke, in dem es darum geht, wie viel Fensterflächenanteil habe ich, wie viele Flächen sind opak, wie viele sind transparent in einem Gebäude, wie groß ist meine Hülle und bis hin zu, mit wie viel Puffer baue ich auch. Also wenn man sich eine Zwiebel vorstellt oder wenn man sich ein Gebäude vorstellt, Haus in Haus, hat es natürlich auch einen räumlichen, architektonischen Ausdruck. Und deswegen ist es eben die Energie der Architektur und als dritte Schwerpunkt hinter Material, den Lastgängen in Kühlung und Heizung und auch was ich an Lüftung brauche, bis hin dann, was ein Gebäude auch an Energie erzeugen kann. Alle von uns wissen, wir können nicht mehr einfach auf Kraftwerke zurückgreifen. Es ist für uns alle, die schon lange im Bereich forschen, das schmerzlich, dass dafür ein Krieg ausbrechen musste. Aber es, glaube ich, gibt dem auch nochmal gerade neben dem, dass wir alle wissen, dass wir anders mit Ressourcen umgehen müssen im Material, auch wichtig, dass wir darüber nachdenken, wie wir in Zukunft unsere Energie erzeugen, wie viel Energie wir verbrauchen und wie wir sie in Zukunft auch speichern können. Das ist ein ganz großes Thema, das uns alle umtreibt. Wenn wir überall Photovoltaik auf den Dächern hätten, hätten wir sicher noch nicht unser Problem gelöst, sondern es geht eben auch darum, Gebäude in diesen Speicherprozess mit einzubinden, ins sogenannte Lastmanagement der ganzen Energielastgänge. Hier ist ein Bild, schon etwas älter, Gott sei Dank, muss ich an der Stelle sagen, weil wir mittlerweile die Baustelle quasi beenden konnten im 10. OG. Es hat etwas länger gedauert. Wir haben ein Reallabor umgesetzt dort oben und dazu werde ich Ihnen gleich noch mehr sagen. Wir sind im Moment knapp 10 Mitarbeitende, wissenschaftliche Mitarbeitende und auch viele Hiwis, mindestens so viel. Und ich glaube, wir freuen uns alle, dass wir in einem echten Lehm-Reallabor in Braunschweig arbeiten dürfen, dass es auch möglich war, seitens der Uni dort oben quasi ein Labor, in dem wir uns bewegen, umzusetzen. Ja, ist es jetzt Fluch oder Segen, was die Technik angeht? Das ist natürlich, wenn wir uns alle vorstellen, ein Zeitalter ohne Smartphone, wird es schwierig. Und gleichzeitig kann es natürlich auch manchmal zu Themen führen, die unangenehm sind. Also wenn man dann bei Kindern die Bildschirmzeit kontrollieren muss und all diese Themen, kann man sich vorstellen, dass meine Eltern mit anderen Dingen, vielleicht weil ich zu lang draußen gespielt habe oder so, sich beschäftigen mussten. Also da verschiebt sich sicher immer irgendwas mit Technik. Auch der Kapitalismus kommt natürlich, wenn man Ulrike Herrmann liest, daher aus der technischen Entwicklung, aus der Umsetzung, dass Technologien entwickelt wurden, umgesetzt, vertrieben wurden, wir immer schneller auch produzieren konnten. Auch was produziert wird, natürlich absetzen müssen. Das ist ein ganz komplexes Thema, was das angeht. Das werde ich vielleicht immer mal wieder am Rand streifen, weil, und das ist jetzt schon meine höchste Überzeugung, die mit der ich mich schon sehr lange beschäftige, und dann komme ich zu dem Zitat, das vor uns steht. Wir, denke ich, an einem Punkt angelangt sind, wo die Technik allein uns nicht mehr als Fortschritt helfen wird, sondern wir werden uns überlegen, wie werden wir leben in Zukunft. Und das ist eine ganz wichtige Frage, wenn wir natürlich auch über das Bauen, über die Stadtstrukturen, aber überhaupt auch über Regionen und Stadt-Land-Verschiebungen nachdenken, über Verkehr, über Mobilität, über das Reisen, bis hin zu dem eigenen Wohnzimmer und den Temperaturen, die uns umgeben. Geben, wie wir es auch gerade erleben. Und das ist sicherlich nicht, weil uns etwas an Technik fehlt und wir resignieren müssen, aus dem Intellekt heraus weitere Technik entwickeln zu können. Wir haben sehr, sehr viel erreicht in der Entwicklung technischer Systeme im Gebäude. Auf der einen Seite in den harten Heizung, Lüftung, Kühlung, auch im Sanitärbereich ist sehr viel wirklich richtige Haustechnikentwicklung erfolgt, aber auch auf der digitalen Seite, Messsteuerregeln dieser Systeme, ist meiner Meinung nach in den letzten 20 Jahren bis hin zu einem Smart Home, das alles für einen erledigt, sehr viel schon erreicht.
Und jetzt komme ich zu Norbert Huse, bei dem ich studieren durfte in München und in der Baugeschichte, in der Theorie der Architektur, hat er uns immer wieder mit diesem Satz konfrontiert. Also ich würde fast sagen, jede zweite Vorlesung, und wahrscheinlich ist es deswegen auch so hängen geblieben. Und es gibt ein sehr schönes Buch über die Technik in der Architektur des 20. Jahrhunderts. Und da sagt er, eines der Problemfelder, die die Architektur auch weit in das 21. Jahrhundert hinein in Atem halten werden, ist ihr Verhältnis zur Technik. Also gar nicht, dass uns etwas fehlt, sondern die Haltung, die wir gegenüber dieser Technik einnehmen und über uns überlegen, statt es einfach einzusetzen, brauchen wir es, was bedeutet es, was ist die Konsequenz, und was ist Fluch und was ist Segen. Also es geht um die Haltung zur Technik. Ich denke, meine Haltung werden Sie nach diesem Vortrag kennen. Und das ist keine Lösung für mich. Das ist auch kein Gebäude, an dem ich jetzt mitgearbeitet habe. Aber es ist ein Gebäude, in dem ich mit Studierenden aus München war, seinerzeit zum Seminar und wo ich stand und ich konnte nicht erklären, was da alles in dieser Decke ist, obwohl ich da schon 8 Jahre im Ingenieurbüro gearbeitet habe, selber geplant hatte. Und das ist so vielfältig und so anders in jedem Gebäude. Und dann kommt da einfach wieder Material drunter, diese Abhangdecken. Natürlich können Sie auch Akustik aufnehmen und können auch das optimieren. Aber da steckt so viel Arbeit drin, das so zu planen, wie es da hängt. Ich behaupte mal, dass es, wenn es gut gewartet wird, einigermaßen das macht, was es machen soll, in der Messsteuerregeltechnik. Wenn sich niemand drum kümmert, wird es schwierig. Und dass es ein Wahnsinn ist, Sie müssen sich das vorstellen, die Lebensdauer technischer Systeme liegt ungefähr vielleicht bei 15, bei denen, die hier eingebaut sind, bei 15 bis 30 Jahren. Das Haus sollte 100 Jahre stehen. Das ist auch eine Sanierung und das ist die neue Decke, die dort eingezogen wurde nach der Sanierung. Also das Haus hat schon viele Jahre überstanden, bis diese Haustechnik wieder neu eingebaut wurde. Und dann brauchen wir wieder Material, um diese ganzen Fortschritt zu verstecken, nicht sehen zu wollen, brauchen irgendwelche Revisionsklappen und dann steckt immer irgendein Kopf in irgendeiner Decke, wenn Sie mal durch ein großes Gebäude gehen und zu mir hat mal jemand gesagt, Abhangdecke heißt Abhangdecke, weil sie immer abgehangen ist. Und das ist natürlich ein sehr bitterböser Witz, weil wenn sie abgehangen ist oder wenn jemand mit dem Kopf in der Decke steckt, dann ist natürlich auch irgendwas nicht in Ordnung. Also nur mal, dass wir uns vor Augen führen. Wir bauen Häuser, wir machen die Räume höher, um sie dann niedriger zu machen, weil wir darunter etwas, das sehr viel Geld kostet und sehr viel Aufwand in der Planung bedeutet, nicht mehr sehen wollen. Und das stelle ich schon in Frage, warum wir das tun. Nicht, weil wir das nicht beherrschen, weil wir das nicht können, weil wir keine Planungstools dafür haben, sondern einfach brauchen wir das. Die einfache Frage ist, brauchen wir das und wofür brauchen wir das? Brauchen wir das, weil wir Menschen nicht mehr das Fenster selber aufmachen möchten oder brauchen wir das, weil es uns hilft, Energie zu sparen? Und das ist eben das, was uns auch in der Forschung umtreibt. Wenn wir einige Jahre zurückgehen und wenn wir mit ganz wachen Augen durch die Landschaft gehen, dann werden wir oder auch durch die gebaute Umwelt, dann sehen wir, wie es war, im Mangel zu bauen und warum wir davon sehr viel lernen können. Das ist wirklich wichtig, denke ich, um auch nochmal zu überlegen, was heißt eigentlich lokale Verfügbarkeit von Materialien, was heißt lokales Bauen und wie hat man gebaut, als der technische Fortschritt nicht da war. Es ist ein Haus, eine Hütte in Oberbayern mit einem flachen Dach. Alleine die Neigung von Dächern sagt viel über das Klima aus, das wir vorfinden, sagt viel, die Deckung sagt viel darüber aus, ist Schiefer in der Region verfügbar, zum Beispiel in der Eifel, oder bauen wir mit Ziegeln, weil dort Ton gebrannt wird. Dieses Dach ist sehr flach geneigt, damit der Schnee liegen bleibt und in sehr kalten Regionen als zusätzliche Dämmung wirkt. Wenn wir im Frankenland uns umschauen, haben wir sehr steile Dächer, weil wir eine hohe Regenquote haben. Und das ist immer wieder faszinierend, finde ich, auch wenn wir uns das anschauen oder wenn wir weiter in den Norden gehen, wo Ried verfügbar ist, dann sehen wir auch sehr schöne Beispiele, wie so ein Dach, so ein Rieddach funktionieren kann. Mit Kollegin Grüntuch Ernst haben wir einige Unternehmungen gerade auch aktiv am Laufen, weil ein Rieddach natürlich, was die Rezyklierbarkeit und die Rückführbarkeit in den Lebenszyklus oder nicht in den Lebenszyklus, aber auch in den
in die Kompostierung bringt, ein sehr gutes Beispiel ist. Sie haben keine, sie brauchen eigentlich keine Dichtigkeitsbahn, sie brauchen keine Dachrinne, sie brauchen das alles gar nicht, weil man verstanden hat, sehr effizient mit Materialien umzugehen. Bis hin zum Stadtklima, griechische Inseln fotografieren alle sehr gerne, weiße Städte, die Sonne reflektieren und eben nicht wie wir schwarzen Teer einsetzen, der die Straßen, der die Hitze absorbiert und dann eben in Wärme umwandelt und die Straßen erhitzt. Los Angeles wurde vor ungefähr 8 Jahren weiß gestrichen und man hat damit versucht, diese wahnsinnigen Hitzeperioden in den Griff zu bekommen. Es hat was Hilfloses, aber wenn man in die Historie schaut, auch kann man da wieder lernen. Oder Häuser am Äquator, die eine tolle Verschattung bieten, aber auch so doppelschalige Dächer, dass eine Durchwindung funktioniert und damit eben wir ein angenehmes Klima und einen Luftzug auch in den Gebäuden spüren können. Und genauso funktionieren ja auch teilweise arabische Windtürme. Und das ist das, was uns der technische Fortschritt gebracht hat. CCTV Tower, mich hat das wahnsinnig beeindruckt, als ich davor stand, diese Größe dieses Hauses. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sieht man auch hier oben ganz schön, dass dort nicht die Dachterrasse ist, wo man toll auf Peking schauen kann, sondern da stehen die Rückkühlwerke. Das ist alles Haustechnik in dieser oberen, bis auf den Helikopterlandeplatz natürlich, ist in den schönsten Geschossen Haustechnik. Weil wir natürlich, wenn wir sowas bauen, voll verglast, man kann kein Fenster aufmachen, es hat keinen außenliegenden Sonnenschutz, dieses Gebäude völlig Wind und Wetter aussetzt und da drinnen muss eben ständig Technik nacharbeiten, um komfortables Klima zu erreichen. Das können wir heute und wie gesagt, wenn man das gut wartet und wenn man die Energie zur Verfügung hat, dann kann man das sicherlich auch bauen, aber die Frage ist, können wir uns das in Zukunft noch leisten? Und wenn wir über den Menschen sprechen und über das Bauen, wo wir gerade stehen und wo wir auch global stehen mit dem, was wir an Ressourcen noch zur Verfügung haben, dann greift man ganz gerne, Werner Soberg hat sein ganzes Buch mit diesem, oder sein neues Buch mit diesem Satz angefangen, vielleicht mal in die Kiste und sagt, wovon gehen wir eigentlich aus? Oder man muss jetzt, denke ich, wo wir vor so einem großen Wandel im Bauen stehen, wirklich mal sagen, wir sollten ausgehen von dem, was ist. Und von dem, was ist, ist auch das Budget, das wir noch haben an CO2 und auch von dem, was wir kurzfristig und langfristig ändern können. Also kurzfristig könnte man sicherlich Prozesse ändern. Kurzfristig können wir auch mit Energie einsparen, Erfolge erreichen. Langfristig brauchen wir sicher eine andere Energiepolitik. Langfristig müssen wir uns sicherlich auch überlegen, wie viel Wohlstand wir uns noch leisten und wie viel wir uns selber noch so wichtig nehmen, wenn Sie sich Anforderungsprofile durchlesen von Bürogebäuden. Dann oder auch Schulen, das ist ein großes Thema, das mich umtreibt. Können wir Schulen nicht mehr natürlich lüften? Ist es nicht mehr zumutbar, dass es einmal in der Stunde im Winter kurz zieht? Also das sind Fragen, die sind so ganz weit ab von allen energetischen Berechnungen, die aber meiner Meinung nach vorangestellt sein müssen, bevor wir über den Einsatz von Technik diskutieren. Und man braucht gar nicht viele Kennzahlen, um Haustechnik oder Bauklimatik zu verstehen. Wenn wir davon ausgehen, ich gehe jetzt mal nicht in den Museumsbau und in konservatorische Anforderungen, sondern wirklich von dem, ausgehend von dem, was ist, wenn wir für uns Menschen bauen. Dann gibt es ein paar physikalische Kenndaten, die aber noch gar nicht immer sagen, ob wir uns wohlfühlen oder nicht. Da steige ich jetzt auch nicht näher rein in die Behaglichkeitslehre, die studiere. Ich habe ein paar Namen gesehen in Braunschweig, sollten das kennen. Aber Fakt ist, wir geben 75 bis 100 Watt, wenn wir uns normal im Raum bewegen, an Wärme ab. Es gibt so einen Wohlfühlkorridor zwischen 20 und 26 Grad, heißt nicht, dass wir bei 28 Grad im Ausnahmefall oder auch 30 sofort kollabieren. Uns umgeben Oberflächentemperaturen, in denen wir im Strahlungsaustausch stehen. Wir haben Luftgeschwindigkeiten, die uns umgeben und eine Luftfeuchte. Und alles das zusammen ist in einer gewissen Abhängigkeit, so dass wir uns wohlfühlen, damit wir unsere Energie, diese 75 Watt, an den Raum abgeben können.
Also wir durch unseren Energieumsatz im Körper haben ein Abfallprodukt, die Wärme, und dafür machen wir das alles, damit wir das in einem Abhängigkeitsverhältnis von Konvektion, Strahlung, Leitung, Verdunstung in den Raum abgeben können. Und das andere, was wir brauchen, ist, dass wir frische Luft brauchen und dass es auch darum geht, wie riecht die Luft. Auch das wird viel, viel unterschätzt, und diese Zahl 1000 ppm, sehr hoch gehalten, wird, die aus einer Zeit des 19. Jahrhunderts, Ende des 19. Jahrhunderts stammen, wo andere hygienische Verhältnisse geherrscht haben, ist heute noch der Benchmark in der Haustechnik. Auch da ist die Forschung, haben wir gerade letzten Freitag eine große Diskussionsrunde gehabt, ob dieser Wert noch richtig ist, oder ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es dort auch neue Behaglichkeit und Komfortmodelle braucht, die wir mit Medizinern diskutieren können, weil was heißt neutrales Raumklima? Zu mir hat mal jemand gesagt, wissen Sie, Frau Endres, wenn ich morgens meiner Frau sage, du siehst aber heute neutral aus, dann ist es nicht gut. Und wir versuchen immer in der Haustechnik mit den technischen Systemen neutrales Klima zu schaffen. Dabei ist der Mensch auch froh, wenn er etwas spürt. Man kann das vielleicht auch vergleichen mit einem Flugzeug. Wenn man im Flugzeug sitzt und es läuft immer so gerade vor sich hin und sie haben nie Turbulenzen, dann wird man sich gar nicht mehr so richtig der Gefahr bewusst. Wenn es aber mal wieder so richtig geruckelt hat, dann weiß man auch, dass man mitten in der Luft schwebt. Und vielleicht ist es auch wichtig. Ich würde das schon hinterfragen, ob neutrales Raumklima 8 Stunden am Tag um einen herum das Richtige ist, oder ob es auch sein darf, dass wir etwas spüren, was die Interaktion von Innen- und Außenklima beherrscht. Und stell nochmal den Menschen in den Mittelpunkt dieser Planung, und das, womit wir uns beschäftigen, ist der blaue Kreis. Das ist die Fassade, das ist die Performance der Architektur, die Leistung des Gebauten. Und das Rote ist eigentlich das Maß an Technik, das wir uns leisten, um eben dieses Innenraumklima, den weißen Kreis, der hier in weiß beschrieben ist, mit dem, was außerhalb des blauen Kreises passiert, in Einklang bringt. Und wie viel das Maß an Technik ist, bestimmt zum einen natürlich, wie das Gebäude sich verhält, und zum anderen auch, was wir verlangen. Und das Blaue ist sehr weit entwickelt, muss man sagen. Also unsere Hüllkonstruktionen wurden auch durch gesetzliche Maßnahmen seit 1977 extrem optimiert. Wenn Sie sich die grüne Kurve anschauen, des mittleren U-Wertes, der die Dämmeigenschaft der Hülle ausdrückt, dann sind wir da sehr weit gekommen in unseren Technologien und stehen jetzt vor der GEG-Novellierung 2023, wo man aber entschieden hat, nicht mehr die Hülle weiter zu optimieren, sondern den Faktor, und das sehen wir hier, und das ist ein sehr guter, finde ich, Beschluss. Wie das jetzt umgesetzt wird, bleibt die Frage, oder weiterentwickelt wird. Im Moment ist es noch in den Förderprogrammen nur abgebildet, das ist sogenannte Qualitätssiegel nachhaltigen Bauens. Das ist die graue Linie, das ist der Einsatz an Material, den wir brauchen, um diese U-Werte zu erreichen. Also das ist der Stand der Technik, der Technologie, der Baukonstruktion, den wir heute haben. Ob wir Passivhäuser brauchen oder nicht, die Diskussion ist eine ganz eigene. Ich würde sagen, wir haben ein Maß dort erreicht, an dem es nicht mehr viel zu drehen gibt, vielleicht sogar in eine Richtung zurück, wenn wir wieder klug bilanzieren und eben den Aufwand, den wir betreiben, um Dämmstoffe herzustellen, und deren Lebenszyklus ganzheitlich betrachten. Vielleicht müssen wir wieder eine Schraube zurückdrehen und uns auch überlegen, in der Gesamtbetrachtung einer Ökobilanz, wie viel bringt wie viel, und über 50 Jahre, und nicht nur zur Zeit, schauen wir sehr stark darauf, wie viel bringt es am Jahresabschluss, wie viel Kilowattstunden habe ich verbraucht, und das Gebäude, wenn es eingeweiht wird, wird erstmal genullt. Dort ist man gerade wirklich sehr aktiv dran, ganzheitliche Lebenszyklen zu betrachten. Und wenn wir dann noch einen Schritt weitergehen, dann hat man dann, wenn man das so sieht, diese Hüllkonstruktion so optimiert. Und dann war die Frage, wie kommen wir jetzt noch runter mit dem Energieverbrauch, der aus Nutzersicht produziert wurde, weil Nutzer das Fenster aufgemacht haben. Und wie kommen wir dazu, auch technische Systeme besser zu regeln? Und bis hin eben zu Smart Buildings, wo alle Prozesse aufeinander abgestimmt sind. Wir können das nur alles so steuern, wenn es auch etwas zu steuern gibt.
Und wir berechnen das, und das sehen Sie hier in dem kleinen gelben Balken, als Bedarf, als theoretische Größe. Und wenn wir uns dann Monitorings anschauen, wie hier ein Forschungsprojekt der TU München, wo wir viele unterschiedliche Gebäude mit unterschiedlichem Maß an Technik, aber immer gleiche Wohnstruktur ungefähr, also nicht die gleiche Architektur, aber schon was die Raumgrößen angeht, auch was den Mietpreis angeht, was auch die Bewohnerschaft angeht, untersucht haben. Und wir haben eben herausgefunden, dass wir, wenn wir sehr technisierte Gebäude nehmen, viele Komponenten, viele Steuertechniken, immer fast das Doppelte an Energie brauchen als das, was wir berechnet haben. Und genau im Umkehrschluss haben wir in den Gebäuden, die von vornherein sehr robust gerechnet sind, weil sie eben nicht diese hohen Wärmerückgewinnungsgrade haben, diese hohen Steuerungsoptimierungen, was die Leitungsverluste, was den Druck, die Druckverhältnisse in den Leitungen angeht, die einfließen. Optimierte Leitungsnetze etc. pp., da haben wir weniger verbraucht, als das wir es berechnet haben. Also durch die Reihe weg, und da gibt es einige Monitorings, es gibt auch 6 Forschungshäuser in Riem von der GEWOFAG in München, die das sehr schön belegen. Und da fragt man sich schon, wenn wir nicht wollen, also natürlich mit den Baustoffen erreichen wir die Transmission zu optimieren, dass wir weniger Energie über die Hülle verlieren, aber da habe ich schon gesagt, auch in der Hülle steckt natürlich in der Produktion Energie. Und die Frage auch von Sondermüll, dann sehen wir, was so passieren kann. Das ist natürlich eine sehr provokante Aufnahme von einem Haus, das leider abgerissen wurde in München, das Osram-Gebäude. Das ist eine Arbeit einer Studentin der TU München, die sich damit beschäftigt hat, was eigentlich passiert, bevor so die Hauptkonstruktion dann gesprengt wird. Und hier sieht man nochmal, was wir eigentlich so im Bauen verantworten. 40% des CO2-Ausstoßes, 52% des Müllaufkommens. Und das ist eine Wahnsinnszahl. Wir verbrauchen 90% der mineralischen, nicht nachwachsenden Rohstoffe zur Baustoffproduktion. Vor allem Sand, die Diskussion kennen Sie, wird knapp. Und da geht es jetzt nicht um irgendwelchen Sand im Rhein, sondern um Bausand. Das ist auch nicht Sand, ist nicht gleich Sand. Wenn man dann immer so hört, aber wir haben doch so viel. Nein, so viel haben wir nicht, und wir müssen mittlerweile sehr viel Sand importieren. Und auch dann wird der Sand ja noch wertvoller, weil die ganzen Transportkosten draufkommen. Und es gab eine Zeit, da hat man sehr stark Technik gebaut. Da hat man auch Doppelfassaden bionentlüftet, Atrien bionentlüftet, wahnsinnig aufwendige Gebäude gebaut, die sicherlich auch zum Energiesparen beigetragen haben. Bis man gemerkt hat, der Aufwand ist sehr hoch, die Investitionskosten sind hoch, die Unterhaltskosten sind hoch, die Wartungskosten sind hoch, die Maschinen machen oft nicht, was sie tun. Und aufgenommen hat es aber tatsächlich dann die Architekturbiennale 2014, Fundamentals unter der Kuration von Rem Koolhaas. Und es ist so schön, dass uns wieder mal so plastisch vor Augen geführt wurde, was die Biennale natürlich immer super macht, was wir da eigentlich produzieren. Also diese Decken, die oft die Schönheit der Häuser eben wegnehmen und uns darunter sehr viel Raum oder sehr wenig Raum geben in der Bewegung und im menschlichen Maßstab. Und zur gleichen Zeit ungefähr hat Dietmar Eberle betreibt ein weltweit agierendes Büro, Baumschlager Eberle B-Architects, und war Professor an der ETH in Zürich. Und der hatte so satt aus seinen Projekten immer die Abstimmung mit der technischen Gebäudeausstattung und hat ein Haus für sich selber gebaut, das muss man auch sagen, ohne ein wassergeführtes System zum Heizen und Kühlen. Er hat einfach eine dicke Wand gebaut, 78 Zentimeter, verschattete Fenster durch die Leibung, kein Sonnenschutz, der hoch und runter geht und macht, was er will, und Lüftungsklappen aus Holz, die natürlich elektrisch gesteuert sind, das muss man dazu noch sagen, damit er das auch wirklich darüber regulieren kann. Und ansonsten hat er Leuchten drin, die vielleicht mal kurze, sehr kalte Perioden
auch helfen und die auszugleichen, indem eben das Licht Wärme abgibt. Und das Licht ist sowieso an im Winter, sagt er immer, ab 4 Uhr. Und dann kann es auch das bisschen, was dann vielleicht noch an Transmission verloren geht, heizen. Also auch solche Konzepte waren notwendig, um auch, glaube ich, alle Planenden aufzurütteln und zu sagen, was machen wir da eigentlich? Und wenn wir uns jetzt anschauen, die Debatte, jetzt kommt wieder so die Technik rein und die Optimierungsschrauben im Bauen, weil jetzt haben wir ja nicht mehr Energieeffizienz ganz vorne stehen, die viele Jahre vorne stand. Jetzt steht ja Klimaneutralität vorne und das ist eine Studie, die wir im Büro gemacht haben. Kosten CO2 pro eingesparter Tonne CO2 Euro pro eingesparter Tonne CO2. Und wenn man jetzt sieht, sieht man, dass die Haustechnik schon teuer ist, dass auch eine andere Konstruktion zu wählen teuer ist, dass ein höherer Dämmstandard teuer ist, ökologische Baustoffe gar nicht so ein Preistreiber sind und dass auch die Energieerzeugungsoptimierung relativ günstig ist. Und das ist natürlich auch eine Technik, eine PV-Anlage. Auch ist eine Wärmepumpe eine Technik. Aber die Frage ist ja, was sind Energieversorgungssysteme, die uns helfen, mehr erneuerbare Energien einzubringen und was sind Systeme, die wir brauchen, um höheren Komfort zu erzeugen oder vermeintlich Energie einzusparen. Und wenn man dann sieht, wie viel dann auch, wie effektiv welcher Euro dann eingesetzt werden kann, dann sieht man, dass wir ein sehr hohes Potenzial in der Energieerzeugung haben und in der Implementierung unserer Solarenergie in die Architektur. Und eben auch in der Energieversorgung über Wärmepumpen ein hohes Potenzial steckt. Das müssen nicht nur Wärmepumpen sein, das können auch andere Technologien sein. Und die Frage ist doch, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir vielleicht eher auf der Erzeugungsseite uns auch und auf der Materialseite uns bewusster werden müssen, dann ist ja die Frage, kriegen wir diesen Performance-Punkt hier, den wir immer anstreben in der Planung? Wir streben immer einen Punkt an, wo das Gebäude optimal läuft. Der optimale Nutzer, der optimale Heizer, der optimale Lüfter, all diese Themen, die können wir alle simulieren. Und dann streben wir diesen Punkt an und glauben als Planer wirklich, dass wir das Haus übergeben und es immer auf diesem High-Performing läuft. Das läuft aber nicht immer darauf. Da sind unterschiedlichste Randbedingungen, die sich verändern, die wir nicht beeinflussen. Nutzer, Klima, Wartung. Dann auch das Thema, ist es wirklich so eingebaut worden auf der Baustelle, wie es mal geplant war, wie es berechnet war, wie gut hat die Bauleitung funktioniert, hat man das auch tatsächlich von der Qualität so umgesetzt, vielleicht haben wir noch Kosten einsparen müssen. Also da sind ganz viele unterschiedliche und so eine Planung wird dann ganz schnell und so eine Berechnung fragil. Und wenn wir uns dann anschauen, was die Performance ist, wenn wir rechts oder links abweichen, dann sehen Sie hier, in welche große Abweichung wir zur Zielgröße eigentlich kommen. Und wenn wir uns aber ein Haus vorstellen, dem wir einiges zutrauen, aber dem wir auch einiges zulassen, dann werden wir nie so viel enttäuscht, weil wir wissen, dass sich das Gebäude irgendwo in diesem robusten Optimum einpendelt. Und dann eben hier weichen wir nur sehr klein von der Eingabe ab. Und deshalb ist unsere These und unsere Forderung, dass wir mehr in Korridoren denken dürfen und nicht immer auf eine Kilowattstunde ein Gebäude bewerten und auch nicht auf eine Bilanz, die für 10 Jahre gilt oder auf einen Wert, den der Immobilienmarkt braucht, um ein Gebäude abzuschreiben, sondern die Nachhaltigkeit eines Gebäudes umfasst viel mehr von diesen Eingangsgrößen und bis hin, dass auch ein Gebäudebetrieb in Korridoren funktioniert. Und wenn wir uns dann vor Augen halten, was wir für einen Aufwand betreiben, um diesen einen Punkt zu erreichen, sei es auch in hochenergetischen Dämmstoffen, in nicht wiederverwertbaren Baumaterialien, dann muss man sich mal überlegen, wo andere Stellschrauben sind im Bauen. Wir sind die ganze Zeit auf dieser Effizienzwelle geschwommen. Und jetzt zeige ich Ihnen aus dem Städtebau mal ein sehr plakatives Beispiel, das wirklich in einem Maßstab 1 zu 2000 oder 1 zu 1000 dann nachher validiert wurde. Wo es ging, drum ging, was heißt eigentlich klimaneutrales Bauen in der Erstellung, also im Bauen? Und im Betrieb. Und hier ist jetzt der Fokus auf das Erstellen. Und wenn wir uns jetzt Städtebau anschauen, wie er so in unseren Bebauungsplänen
In dem, was Städte vorgeben, in dem, was auch der Real Estate Markt als Ausgleich braucht, wenn er ein teures Grundstück in der bayerischen Metropole kauft, eben wieder zurückhaben muss, um Rendite zu machen, dann sehen wir, wenn wir normal bauen, ist das dieser graue Balken. Und das ist das, was wir erstmal an Energie über die Baustelle dorthin bringen, ohne dass jemals ein Mensch dort gelebt hat, gearbeitet hat, gewirkt hat. Und wenn wir uns das anschauen, das ist die oberirdische Zahl, was wir oberirdisch bauen, wenn wir ganz konventionelle Baustoffe verwenden. Und das ist das, was wir unterirdisch bauen, wenn wir zum Beispiel Vorgaben haben wie ein Stellplatzschlüssel. Stellplatzschlüssel, so und so viele Personen, ab 130 Quadratmeter, sage ich jetzt mal, ich weiß den nicht mehr ganz genau, der dahinter liegt, braucht man drei Stellplätze. Dann muss man das in dem Fall nachweisen. Wenn man es nicht nachweist, muss man pro Stellplatz eine relativ hohe fünfstellige Zahl bezahlen, um dann diesen Stellplatz abzulösen, weil man das Auto dann irgendwo in der Stadt, so die Theorie, abstellt. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wir bauen alles oben aus Holz, inklusive Aufzugsschächte in den Hochhäusern, die hier vorgesehen waren, und wir bauen auch erstmal keine Fenster, wir bauen einfach städtebaulich Kuben aus Holz, dann haben wir natürlich eine Gutschrift an Holz, weil das in dem Holz ja über 100 Jahre oder 120 Jahre braucht, so eine Baubuche, bis sie einsatzbereit ist, CO2 gebunden hat. Dann kommen wir in der Bilanz mit unserem Untergeschoss immer noch nicht auf ein klimaneutrales Quartier. Also ist doch die Stellschraube eine ganz andere, dass wir an anderen Themen arbeiten müssen, wie wir oberirdisch, wie wir mit Beton, den wir verbauen müssen, vielleicht weil er an einer Stelle überhaupt eine bessere Performance hat und dafür viel Holz einspart, dass wir sehr sorgfältig mit der Wahl der Baustoffe, der Baukonstruktion umgehen und uns eher den Beton, den wir in die Erde gießen, für Fahrzeuge, die in einem Quartier, wo alle 6 Minuten eine S-Bahn vorbeifährt, wo an 4 Stellen rund um das Quartier eine Straßenbahn fährt, in dem es wahrscheinlich oberirdisch gar keinen Autoverkehr geben wird, dass wir da überlegen, ist denn das nicht vielleicht gesellschaftlich eine große Frage, wie wir hiermit umgehen mit den Baustoffen und dann eben auch wieder oberirdisch vernünftig bauen? Natürlich brauchen wir Fenster und all diese Themen und brandschutztechnische Maßnahmen. Und dann kommen wir, wenn wir ehrlich sind, nämlich eher auf so ein Bild, und dann schaffen wir diesen Wert der Klimaneutralität in der Erstellung nicht. Das ist gar nicht schwer, sowas auch wirklich schon in einem Wettbewerb oder in einer Konzeption auszurechnen. Und wo wir hingekommen sind mit unserer Technik, wenn wir über den Bestand, und Sie haben jetzt gesehen, was wir tun, wenn wir neu bauen, und deswegen steht die große Frage im Raum, bauen wir überhaupt noch neu oder muss es aufhören? Und das ist natürlich etwas, das muss man auch etwas genauer mal betrachten. Wenn man zum Beispiel in die Schweiz schaut, hat die Schweiz sehr wenig Kriegsschäden gehabt. Deswegen ist die Schweiz sehr weit voraus mit dem, wie sie mit dem Bestand agieren. Wenn wir in Deutschland vor dem Krieg denken, haben wir sehr viele Häuser, die baukonstruktiv das nicht schaffen, so lange zu leben. Und, oder was heißt zu leben, stehen zu bleiben. Und dann haben wir sehr viel Bestand im Krieg verloren. Und jetzt stehen wir vor einer neuen Situation. Wir haben so viel Bestand. Eigentlich sind unsere Städte zu Ende gebaut oder unsere ganze gebaute Umwelt hat einen Peak erreicht. Und die Frage ist ja, wie viel bauen wir noch neu? Was heißt weiterbauen? Und umso dringlicher ist eben aktuell diese Frage, wie gehen wir mit Bestand um? Und alle unsere Richtlinien, Normen bauen auf dem Neubau größtenteils auf und sind eben sehr schwierig, häufig im Bestand umzusetzen. Und dazu habe ich Ihnen ein Beispiel mitgebracht, das ist die Katholische Universität in Eichstätt. Ein sehr schönes Gebäude von Karl Josef Schattner, einem richtigen noch Baumeister der katholischen Kirche. Und Sie sehen hier eine doppelschalige Bruchsteinwand aus lokalen Materialien in einem Betongerippe. Das Haus hat eine wahnsinnige Qualität. Das hat bauphysikalisch keine Probleme. Das hat hier oben einen Hörsaal drin, der ist natürlich gelüftet für sehr viele Studierende. Also es ist sehr, sehr einfach, und man fragt sich wirklich, wie viel mache ich kaputt, wenn ich jetzt dort, und so sind wir auch an die Aufgabe herangegangen, wie viel mache ich jetzt dort kaputt, wenn die Technik, die jetzt nun mal auszutauschen ist, weil sie wirklich Probleme bringt, das bisschen, was da ist, bringt Probleme. Und jetzt ja die Frage, wenn ich es jetzt anfasse, wie viel mache ich jetzt und wie bringe ich das jetzt auf den Stand der Technik, wie es immer so schön heißt.
Ist es wichtig, dass wir ein Haus auf den Stand der Technik bringen, oder ist es nicht auch wichtig, dass wir den Stand der Technik vor so einem Gebäude mal reflektieren? Und wir sind eben den zweiten Weg hier gegangen. Ich gehe jetzt gar nicht auf alles ein und haben sehr minimalinvasiv gehandelt. Also an der Fassade wird gar nichts gemacht, weder innen noch außen. Fenster, wo sie neu gemacht werden müssen, und das sind einige, werden natürlich neu gemacht und bekommen aktuelle Technologien, was das Glas angeht. Das ist ja überhaupt keine Frage, so dass man das auch nicht unbedingt jetzt grün oder blau schimmernd sieht. Aber da wird natürlich mit dem gearbeitet, was wir heute haben. Das wäre auch Schildbürgertum, das nicht zu tun. Aber die Frage ist, wenn wir immer einen natürlich belüfteten Vorlesungssaal hatten, immer natürlich belüftete Seminarräume, wie viel brauchen wir? Und bei dem großen Vorlesungssaal gibt es Probleme, dort haben wir auch gemessen, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass, wenn wir im Bestand arbeiten, uns Zeit nehmen, das Haus zu verstehen und auch messen. Und der große Vorlesungssaal hier hatte Probleme. Jetzt war aber die Frage, bauen wir oben ein großes Lüftungsgerät drauf? Also er hatte CO2-technisch schon, ist er zu sehr hohen Zahlen gekommen, auch wenn man regelmäßig stoßgelüftet hat bei voller Belegung. Oder wie kann ich das denn jetzt mit dem, dass ich jetzt oben vielleicht auf dem Dach lieber PV machen möchte, Sie erinnern sich an die Zahlen, die wir eben gesehen haben, auch lösen? Und dann haben wir einen Raum, einen kleinen Raum nebendran gefunden, in dem wir ein Gerät hineinbekommen, sehr einfach übers Dach angebunden, sieht man dann kaum was, wo wir 10.000 Kubikmeter in diesen Saal bringen. Damit kommen wir vielleicht nicht in die höchste Komfortklasse und müssen trotzdem ab und zu noch das Fenster aufmachen bei Vollbelegung, aber wir kommen zu deutlich besseren Ergebnissen. Und wir haben dieses Haus an keiner Stelle wirklich verletzt. Und so sind wir eben dann auch vorgegangen in diesen Seminarräumen, die Sie hier sehen. Und dann gab es auf einmal, ging die Diskussion los. Wir waren uns alle einig, Bauherr einig, war einverstanden, Planende, Architekten, Architektinnen, alle Fachplaner, alle waren sich einig. Und dann ging es um Fördermittelgelder. Und dann kam die Schulbauförderung der Regierung von Oberbayern und hat es in Frage gestellt und hat gesagt, es ist nicht mehr zeitgemäß, ein Gebäude natürlich zu lüften. Und hat uns vorgeworfen, auch teilweise, dass wir den Denkmalschutz über die Menschen stellen. Und das sind schon harte Anfeindungen. Und wir haben das dann auch belegt, was das mit dem Gebäude macht. Und Sie sehen hier, was würde passieren auf einer Etage. Also um diese drei Etagen hier zu bespielen, müsste hier oben das alles zur Technik werden. Und das ist natürlich schon, da greifen wir in Baukultur und da greifen wir in Gebäude sehr stark ein. Und da müssen wir sehr viel rausreißen. Und dann wurde erst noch mit der Wärmerückgewinnung argumentiert. Das konnten wir aber widerlegen, weil natürlich da so viele Personen drin sitzen, dass, wenn jetzt die Fenster und die Höhlqualität besser wird, dass dann schon eigentlich jeder Mensch fast seinen Lüftungsbedarf da selber über seine 80 Watt selber nachheizt. Aber das sind Rechnungen, die sind nicht normkonform. Und das sind aber ganz normale physikalische Zusammenhänge. Und da merken Sie schon, wie schwierig das wird, auch zu argumentieren gegen ein technisches System. Und jetzt kann man sagen, natürlich ist es doch nicht schlimm, wenn jetzt da oben diese blauen Flächen dem Gebäude nicht mehr zur Verfügung stehen. Ich finde es schon schlimm. Und das ist eben die Frage der Haltung. Und ich frage mich immer wieder, wenn jetzt andere Planer an Gebäude gehen, sieht es nicht vielleicht genauso aus? Ich glaube nicht. Also ich glaube, dass auch diese Architektur und auch dieses Agieren im Bestand total wichtig ist, mit Gestaltung, mit Haltung oder vielleicht sogar wichtiger als beim Neubau noch, sich dem auseinanderzusetzen und das Gebäude auch zu verstehen. Jetzt komme ich zur nächsten Fördersumme. Das ist ein Quartier in Karlsruhe, wie Sie es hier sehen. Das ist ein Quartier, das Sie alle kennen. Ganz normaler Wohnungsbau, 60er, 70er Jahre. Diese Zeilenbauten, die sollen ergänzt werden, nachverdichtet, aufgestockt. Und jetzt war die große Frage, bauen wir Effizienzhausstandard? Damals gab es sie noch 55 oder 40. Wie viel Eingriff, wie machen wir im Gebäude, und müssen die Menschen ausziehen oder nicht? Das sind ja auch Fragen. Wenn Sie Menschen, die seitdem dieses Haus steht, dort leben, ist es sehr utopisch zu denken, dass man ihnen einfach eine andere Wohnung geben kann und ihnen sagt, du brauchst aber danach weniger Energie.
Das ist ganz schwierig, solche Prozesse. Und das finde ich auch unter dem Begriff, das ist so wichtig, dass wir auch über diese Prozesse sprechen und nicht nur über Zahlen. Und hier sehen wir eben jetzt, was es eigentlich heißt. Ziel war klimaneutrales Quartier. Das Graue ist das, was die jetzigen Häuser verbrauchen im Betrieb. Das ist CO2. Dann sehen wir hier, was wir mit der PV-Anlage, wenn wir alle Dächer belegen, kompensieren können. Und jetzt sehen wir, was wir vom Bestand mit der Erweiterung, also das Orange und das Gelbe sind die Aufstockung und die Erweiterung, in sehr hohen Energiestandards und im Bestand 85 ist so das, was man mit relativ wenigen Eingriffen dort gut erreichen konnte. Und wir sehen hier zum Beispiel, dass wenn wir moderat bauen mit nicht so energetisch hochwertigen, also nicht mit Baustoffen, die viel CO2 gebunden haben, vielleicht aber damit nicht das Maximale an Energieeffizienz erreichen, dass wir dann sehr gut hinkommen und dass wir mit einem vernünftigen Konzept sehr viel erreichen können, wenn wir eben die Energieversorgung mitdenken. Und deswegen finde ich das sehr schwierig, wenn immer so plakative Aussagen kommen, wir müssen erstmal alles optimieren, effizienter machen, auch mit Technik, weil hier unten im Effizienzhaus Standard 40 wurde dann im Neubau auch tatsächlich Technik gegebenenfalls notwendig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir eben einen sehr guten Planungsprozess haben, die Dinge richtig hinterfragen und nicht jeder sein Programm abspielt und sagt, ich habe es gerechnet, ich brauche das. Sondern die Frage ist immer, brauchen wir das? Und ist es schon in dieser ganzen Vielschichtigkeit der Diskussion ausgewogen? Und um diese Diskussion vielleicht auch besser zu verstehen, haben wir eine Ausstellung dann auch kuratiert in diesem ganzen Zug, wie bilanzieren wir eigentlich im Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege mit einer Förderung der Bingo-Stiftung in Niedersachsen. Sie kommen am 7. Februar nach Braunschweig, eröffnen wir diese und ich lade Sie alle schon mal ein. Im Oka-Hochhaus, unten im Aquarium und danach ist sie in der Bibliothek ausgestellt. Sie heißt Ressource Kulturerbe. Es gibt fünf Thesen, ich gehe die jetzt nicht alle fünf durch, sondern nur mal so ein Beispiel vielleicht für Sie und noch eine kleine Anpieken eines Projektes, das dort gezeigt ist. Die erste These, die mich wahnsinnig umtreibt, das merken Sie, heißt klug bilanzieren statt stumpf rechnen. Und hier sehen Sie ein Gebäude, wenn Sie in Braunschweig studieren und oder arbeiten oder leben oder wirken oder wie auch immer, dann sind Sie da bestimmt schon mal an der Uni dran vorbeigegangen. Das ist eine Halle von Mühlenfort errichtet, steht unter Denkmalschutz und so sieht sie heute aus. Und die Frage ist, wie viel Energie braucht dieses Gebäude? Und wenn wir jetzt anfangen würden zu optimieren und zu dämmen, dann können wir das natürlich tun, indem wir das Dach dämmen. Wir können aber auch von innen dämmen. Wir können ganz viel machen. Wir können eine Lüftungsanlage einbauen. Wir können sogar vielleicht diskutieren, dass es effizienter ist, das Ding abzureißen. Dass, wenn wir ein neues Gebäude bauen, ganz viele Vorteile haben. Das ist jetzt ein Beispiel, das wahrscheinlich unwahrscheinlich ist. Aber Sie glauben gar nicht, wie oft ein Gebäude, je länger es diskutiert wird, am Ende abgerissen wird. Das passiert besonders häufig dann, wenn die Bodenpreise sehr hoch sind und vor allem die Baumasse auf dem Grundstück nicht immer ausgereizt. Also das sind schon wichtige Diskussionen im Bauen, die geführt werden. Und wenn man sich das dann vor Augen hält, wir haben hier ein Photovoltaikpotenzial auf dem Dach, finde ich auch in dem Gebäude trotz Denkmalpflege durchaus umsetzbar. Im Moment ist da eine schwarz flackernde Folie obendrauf, Bitumenbahn. Ich denke auch, das NLD ist da bereit, mit uns weiter in die Diskussion zu gehen. Oder ich weiß es auch. Wir haben da tolle Präsidentin, Frau Dr. Krawczyk, die da wirklich aus dem Bauen kommt und das auch die Belange versteht und sehr gut einordnen kann. Also vielleicht können wir einen tollen Piloten aus dem Projekt heraus generieren in Braunschweig. Und jetzt sehen Sie, was die stumpfe Bilanz ist und was vielleicht das stumpfe Rechnen und die kluge Bilanz sein kann. Wenn wir uns das Linke anschauen, dann ist es das, was wir brauchen, um dieses Gebäude auf 50 Jahre gerechnet in Betrieb zu halten. Das Graue ist das, was an Baustoffen dort verbaut ist, an CO2. Dann sehen wir hier, was passiert, wenn wir minimalinvasibel das Gebäude optimieren mit einer Dachdämmung. Also wirklich, ohne dass wir groß in das Gebäude eingreifen. Das sind sehr einfache Maßnahmen. Dann brauchen wir natürlich etwas Material, das ist hier oben in dunkelgrau abgebildet, und reduzieren den Bedarf auf
Doch schon erheblich weniger. Und wenn wir jetzt sagen, mal im Vergleich, wir reißen dieses Gebäude ab und wir bauen ein neues Gebäude nach heutigem Stand der Technik mit heutigen Materialien, Standardmaterialien natürlich jetzt mal ganz normal gebaut, dann sehen wir, was da passiert. Dann sehen wir, dass wir auf einmal zwar deutlich weniger später brauchen pro Jahr, dass wir aber erstmal das, was dort war, vernichten, dass wir sehr wenig recyceln können zum jetzigen Zeitpunkt von dem, was wir wissen, und dass wir erstmal wieder sehr viel Masse brauchen, um dieses Gebäude zu erstellen. Und auf der anderen Seite sehen Sie jetzt wieder gegengerechnet, die Photovoltaik, wie viel wir dort in die Bilanz mit einbringen können. Und ich würde mal behaupten, es ist nicht unbedingt Äpfel mit Birnen verglichen, sondern es sind Prozesse, die wir eben zusammen denken müssen, die man auch unter Sektorkopplung oft diskutiert und die zurzeit sehr getrennt betrachtet werden. Und da ist glaube ich, gerade auch sehr viel Bewegung drin, dass wir da neu drüber nachdenken. Und so viel, das können wir eben auch von dem Bestand, und sei er jetzt geschützt, ein Denkmal ist geschützt oder nicht geschützt, lernen, wirklich, wie funktionieren diese Gebäude? Wie wurde es auch schon mal gemacht? Ich finde es immer sehr anmaßend, auch wenn man durch Rom läuft, dass wir immer denken, wir müssten es alles neu erfinden, sondern der Blick zurück uns da auch schon hilft. Die Bezugsgröße, CO2 pro Kopf, ich gehe da jetzt mal drüber. Sie kriegen sicher alle mit, dass wir um die 50 Quadratmeter pro Kopf verbrauchen, wenn wir uns den Häslerbau anschauen in Celle, diese Siedlung, die total, also Wahnsinn, wenn man sich mit dem Gebäude beschäftigt, wie effizient der Architekt mit Materialien aufgrund des Mangels umgegangen ist, aufgrund der Ressourcen und wie dicht er diese Grundrisse trotzdem qualitätvoll gestaltet hat. Und wir schauen uns dann an, was nämlich passiert ist, dass bauzeitlich waren 1931 8,5 Quadratmeter pro Person gedacht. Heute haben wir 460% im Durchschnitt mehr in diesen Wohnungen, weil alleine drin gelebt wird. Und das sind ja auch Stellschrauben, die viel mehr bringen, als Kilowattstunden pro Quadratmeter zu diskutieren. Wir erreichen nämlich nichts, wenn wir ständig mehr Quadratmeter brauchen, aber den Quadratmeter effizienter machen, sondern meiner Meinung nach ist es ein sehr intelligentes System, das die Schweiz vor vielen Jahren aufgesetzt hat, die 2000-Watt-Gesellschaft, die sich ja darauf bezieht, Pro-Kopf-Budgets zu vergeben und auch da eine gewisse Betroffenheit und auch eine Verantwortung zu vergeben. Und ich denke, Menschen können Verantwortung übernehmen und sind in der Lage, mit Budgets umzugehen. Wir beziehen alles im Bauen oder im Sektor Gebäude auf den Quadratmeter. Und das stelle ich mit diesem Beispiel hier eben auch aus, das Beispiel halt kann noch was anderes, aber doch in Frage. Es hat nämlich schon damals eine sehr schlaue Energieversorgung gehabt, die Teil dieses Gebietes ist. Da gehe ich jetzt aber mal drüber. Und kommt zu was ganz anderem noch. Wie können wir vielleicht auch im Bestand über das Thema Komfort nachdenken, über das Thema Haus in Haus? Hier sehen wir ein Gebäude im Bestand, wo wir nicht gesagt haben, wir machen jetzt die Hülle und da drin ist immer 20 Grad und deswegen dämmen wir besser, sondern wir haben gesagt, es ist ein Winter- und ein Sommerhaus. Im Sommer lebt die IBA Thüringen auf einer großen Fläche und im Winter reduziert man sich auf ein kleines Häuschen, das man mit seiner eigenen Körperwärme und dem Computer eben heizt. Und wenn einem das nicht reicht, und da haben wir das eben hier ausgerechnet, nur dass Sie mal sehen, was wir heute auch schon prognostizieren können mit unseren Simulationen, dass wir eben sehr gut, wenn wir sie einsetzen, sie sind nicht Stand der Planung, ist immer noch eine besondere Leistung, obwohl das kein Rocket Science ist. Wer es bei unserem Institut schon mal ausprobiert hat, weiß das. Das ist die Physik dahinter muss man verstehen, aber das Programm ist nicht schwierig. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir natürlich, manchmal funktioniert so ein Konzept nicht. Das war das erste Konzept, wo wir dachten, wir können über die Hülle der kleinen Häuschen den ganzen Raum heizen. Da sind wir gescheitert. Aber wir haben dann auch gesehen, wenn wir vielleicht den großen Raum über einfache Systeme an der Decke grundtemperieren und dann eben in diesen Häusern agieren, dass wir in den Häusern keine zentrale Heizung mehr brauchen, sondern dass wir da vielleicht eine Art Sitzheizung nur brauchen, die uns dann hilft, wenn wir reingehen. Weil wenn Sie hier diese Kurve sehen, dann sehen Sie, wenn der Mensch drin ist, der Computer an ist, das Licht an ist im Winter, dann heizen wir diesen kleinen Raum selber auf mit unserer Nutzung. Und dann wird es auch zu warm, wenn der vorher auf 20 Grad geheizt war. Also entweder ich ertrage eine Zeit lang, Viertelstunde vielleicht, dass es etwas kühler ist, so wie
diese Mitteltemperatur hier, ist wahrscheinlich, stellt sich ein in diesen Gewächshäusern. Oder ich kann dort eine Art Sitzheizung anmachen, Infrarotstrahlplatte, die dann automatisch runterfährt, wenn 20 Grad erreicht sind. Alleine die Diskussion, kann ich Ihnen sagen, in vielen Bürogebäuden, ob wir die Technik auf 20 oder 21 Grad auslegen, war vor der Krise jetzt eine wahnsinnige Diskussion über Monate. Weil man immer Angst hat, 20 Grad könnten nicht reichen. Jetzt sind wir bei 19. Ich will nicht wissen, wie viel Zeit meines Lebens ich diskutiert habe von 21 auf 20, weil eigentlich sagt man so ganz grob, 1 Grad kann 6% alleine einsparen. Wir merken jetzt, dass wir viel mehr noch einsparen können. Mit den 19 Grad bis zu, glaube ich, im November, Dezember so bis zu 25 Grad. Jetzt war der Winter auch nicht so kalt, deswegen sind die Aussagen auch immer relativ zu sehen. So sieht es eben aus. Wir haben nur ein Stromnetz in die einzelnen Häuschen und wir haben an der Decke mit der bestehenden Therme, die dort war, auch nicht aufgestockt, sondern die Leistung einfach auf die Fläche gebracht, können da jetzt, der nächste Schritt ist, vielleicht an den Kanal anzuschließen mit einer Wärmepumpe, um das auf Niedertemperatur zu bringen. Und jetzt sehen Sie hier an dem Beispiel noch etwas. Wir planen und bauen immer Technik für den Worst Case. Und wir haben hier gesagt, wir rüsten das vor. Und wenn es wirklich nicht vielleicht 12 oder 15 Grad wird, dann können wir hier auch weiterhin Deckenstrahlplatten ergänzen. Auch das Teil des Prozesses, wie übergeben wir eigentlich Gebäude an den Nutzer und warum müssen wir gewährleisten und die Verantwortung komplett abgeben. Vielleicht ist das auch ein Thema, erstmal nicht alles einzubauen, aber Platz zu halten in einem Haus, das ist sowieso das Nachhaltigste, was Sie machen können, dass Sie ein Haus, das die Struktur 100, 200 Jahre stehen kann, dass man das, was den Zeitgeist bestimmt ist, was die Technik mit kurzen Lebenszyklen bestimmt, reparieren kann, austauschen kann, umnutzen kann. Das sehen wir eben unter dem Begriff der Robustheit. Und der erste Weg, und das ist der Weg eines Architekten, ist, dass wir Licht und Luft in unsere Räume hineinbekommen und nicht so tiefe Häuser bauen, dass wir in der Mitte eine Zone haben, wo viele Menschen in Konferenzräumen sitzen, die aber keinen Anschluss an die Fassade haben. Und abschließend möchte ich Ihnen noch das Reallabor vorstellen, das wir eben gebaut haben, der 10. Stock im BS04, und das auch gleichzeitig die Einladung, kommen Sie uns besuchen. Wir sind wieder umgezogen seit August. Es ist noch nicht ganz fertig, aber wir haben ja viel über Prozesse gesprochen. Auch das gehört vielleicht beim Bauen im Bestand dazu, das ein bisschen länger dauert. Und was haben wir gemacht? Wir haben erstmal den ganzen Grundriss, also das Thema war, dass wir dort ja keinen außenliegenden Sonnenschutz haben. Wer einen Zeichensaal im BS04 hat, der weiß, da wird's heiß im Sommer, da wird's aber auch kalt im Winter. Und jetzt ist die Frage, wenn ich nichts an der Fassade mache, wie kann ich mir selber helfen? Und wir haben eben durch die Zonierung des Hauses uns überlegt, wir können im Sommer diese ganze Fläche nutzen und sehr gut querlüften. Wir brauchen Speichermassen dort, deswegen sind alle Abhangdecken rausgeflogen. Wir haben die blanke Betondecke und schauen jetzt noch, wo wir akustisch etwas machen sollen. Aber wir haben erstmal gesagt, wir ziehen ein, machen dann eine Amnese, wo ist es schwierig, und reagieren dann mit einfachen akustischen Mitteln. Aber wir haben diesen Sommer schon gemerkt, diese Speichermasse ist extrem hilfreich. Dann haben wir auf dem Dach eine Photovoltaik, und die wird gerade aufgebaut, eine Photovoltaik implementiert. Es war auf dem Dach noch keine Photovoltaik, sie konnte auch nicht aufs Dach, weil dann können die Fassadenkletterer sich nicht mehr abseilen. Deswegen ist sie an den Brüstungen dort jetzt angebracht worden. Und wir nutzen den Strom, der dann, und eine Wärmepumpe steht dort. Und wir nutzen den Strom, wenn er im Netz ist, im Sommer, wenn das Netz vollgeladen ist, ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass Windräder, wenn es sonnig ist und sehr windig, nicht gehen. Das ist nicht, weil die kaputt sind, sondern weil unsere Netze dann, weil auch in den Kraftwerken noch immer eine hohe Grundlast gefahren wird, wenn man dann noch nicht so ganz diesen fluktuierenden Lastgängen vertraut in der Energieversorgung. Wir nutzen nur den Strom, dass wenn er nicht ins Netz kann, und lassen die Wärmepumpe dann reversibel als Kältemaschine laufen, natürlich mit ökologischen Kältemitteln, und bestücken hier diese drei Wände, die aus Lehm sind, und speichern in dem natürlichen Material Lehm.
haben dort 18 unterschiedliche Systeme eingebaut, alles Naturbaustoffe, leider nicht ganz leimfrei, aber formaldehydfrei und Schafwolle als Dämmung genommen, unterschiedliche Lehmkonstruktionen, Lehmputz bis hin zu wirklich klassischen Strohlehmwänden, die wir dort gebaut haben. Und wir speichern dort eben die Energie, die sonst einfach gar nicht genutzt würde, zum Kühlen und können damit auch dieser Überhitzung gegenhalten. Und wir messen eben, wie können wir über solche ganz kleinen Eingriffe das optimieren. Im Winter wiederum ist unser großes Ziel, vielleicht die Heizkörper irgendwann auszulassen und mit der Niedertemperatur der Wärmepumpe im Bestand und dadurch, dass wir einzelne Zonen schaffen, auch hier werden Gewächshäuser hinkommen noch, indem wir einzelne Zonen schaffen, dort eben die Möglichkeit haben, die Arbeitswelt anders zu gestalten. Also nicht, dass das Gebäude nur uns dient, sondern dass wir eben zusammen mit dem Gebäude uns aufhalten und vielleicht dann etwas dichter sitzen, vielleicht auch einen Vorhang noch hier vormachen können, dass es nicht zieht, wenn es hier in dem großen Raum zu kalt wird, weil wir ihn nicht in den Griff kriegen können, weil er einfach eine sehr schwierige Tiefe hat im Winter, die Heizkörper relativ klein sind. Und dass wir eben gesagt haben, wie kann ich diese große Fläche anders nutzen? Und auch das, der große Appell, nicht einfach sagen, das sind Quadratmeter, sondern wir reden immer über Räume. Und Räume sind wirklich sehr, sehr schön nutzbar, wenn wir uns dem wirklich annähern, was sie leisten können. Und eben nicht sagen, du musst es können, sondern erstmal zu schauen, was kann es? Und dann zu sagen, wie können wir vielleicht mit minimalen Maßnahmen etwas erreichen, das aber auch mal zulässt, dass es da 28 Grad ist. Aber vorher war es halt 35 Grad. Und das sind total gute Optimierung. Oder ein Deckenventilator haben wir jetzt nicht eingebaut, aber ist das Einfachste, was Sie einbauen können, mit einer Wahnsinnswirkung, indem Sie einfach die Luftgeschwindigkeit an der Haut der Menschen im Sommer etwas erhöhen. Empfinden wir als angenehm. Im Winter lassen wir ihn aus. Im Winter könnten wir bei sehr hohen Decken ihn andersrum fahren und die warme, aufgestiegene Luft wieder nach unten bringen, wenn sie noch vom Sauerstoff her das bringt, was sie bringen soll. Also solche Überlegungen, erstmal zu überlegen, wie kriege ich es einfach hin, bevor man sagt, ich brauche das, ich kann das und jetzt erzeuge ich dafür dann noch die Energie erneuerbar und ich spare aber auch auf der anderen Seite. Ich glaube, es wird darum gehen, zu fragen, wie wenig ist genug und nicht wie viel. Hier sehen Sie, warum ich Abhangdecken immer noch nicht so besonders mag. Wir hatten einen wahnsinnig schrecklichen Unfall. Gott sei Dank ist niemand zu Schaden gekommen. Diese Decke ist runtergefallen, einfach mitten im Bauen. Und es hätte fast zwei Handwerker erwischt, die wirklich ganz toll reagiert haben und beim Riss gerannt sind. Und das stellt einen dann vor große Fragestellungen bis hin, dass dieses Material nicht wiederverwendbar ist, das wir hier sehen und einfach dann hoffentlich getrennt auf die Baustoffdeponie genommen ist. Dass wir unserer Umwelt zu viel entnehmen, haben wir eben schon besprochen. Hier sehen Sie den Bau, hier sehen Sie auch die klassische Wand, dahinter laufen auch Kapillarrohrmatten. Wir schauen jetzt eben, wie welches System sich bewährt. Das war der große Moment dieses Jahr und eine große Erleichterung nach über 2 Jahren Bauzeit, als wir zum Rundgang endlich die Tore wieder aufmachen konnten und zeigen konnten, dass wir auch die Teile recycelt haben. Also diese Trennwand, da ist auch das Glas recycelt, Teile der Holzkonstruktion sind recycelt. Es ist mit Recyclingholz im Boden gearbeitet worden. Also wir haben wirklich versucht, wir haben auch die Möbel wieder genommen und nicht gesagt, nur weil man jetzt neu ist, muss man da neue Schreibtische haben. Und das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir so denken und da weiterkommen. Mit dem, ausgehend von dem, was ist, und uns eben damit beschäftigen, wie wir die Zukunft damit gestalten können, was wir schon aus unserer Natur entnommen haben. Und damit bin ich fertig für heute und stehe natürlich noch zur Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Endres, für den sehr interessanten Vortrag. Ich sehe ja schon, genau, man kann auch mit dem Reaktionsknopf unten einen kleinen Applaus geben live. Und ja, für die, die schon den Applausknopf gefunden haben, direkt daneben ist auch ein wichtiger Knopf, den ihr gleich benötigen könntet, und zwar Handheben. Ihr könnt auch einfach eure Frage in den Chat stellen und ich lese sie vor. Ihr könnt auch Meldungen in den Chat schreiben, ich nehme euch dran, oder eben am besten den Knopf hernehmen.
Ich rufe euch dann auf, ihr könnt euch dann entmuten. Und ansonsten an unsere ZuschauerInnen auf YouTube. Auch wenn da jetzt eine leichte Zeitverzögerung drin ist, könnt ihr trotzdem eure Fragen gerne in den Chat, in den Live-Chat packen. Und wenn sich dann die Gelegenheit bietet, ja, nehme ich die dann einmal dran. Aber ansonsten, ja, würde ich einmal jetzt es für Rückfragen, Anmerkungen in die Runde eröffnen. Vielleicht möchte jemand einen Anfang wagen. Ich habe auch noch ein Projekt im Petto, kein Problem. Ja, wir haben da von Herrn Dorner eine Frage. Ja, nutze ich doch. Beende mal. Bin ich zu hören? Ja, hallo Wolfgang. Hallo, ich muss das direkt nutzen, die Gelegenheit. Also erst einmal, das mache ich normalerweise nicht, aber heute muss ich sagen, war ein klasse Vortrag. Ich bin total begeistert. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, Danke. dass wir, sagen wir mal, in der, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, in der Vernunft oder Ideologie, die da jetzt etwas durchgedrungen ist, doch recht eng beieinander sind. Vielleicht auch erst noch ein Kommentar. Ich fand es jetzt schon immer spannend in den letzten Dekaden, wie Naturlüftung in Anführungsstrichen ersetzt wurde durch technische Probleme. Ich selber habe das erfahren, so mit Autos. Das sind also tatsächlich nicht nur in Gebäuden, sondern das ist auch in anderen technischen Einrichtungen, in Autos früher, da konnte ich im Hochsommer sozusagen ohne Klimaanlage immer noch ganz gut durch die Gegend fahren, weil die so konstruiert waren, dass Luft dann auch durch das sich bewegende Auto relativ gut durchgeblasen ist. Und wie du am Ende angedeutet hast, bei relativ großer Hitze ist ein bisschen Luftströmung dann schon mal ganz gut, ne? Und später hatte ich dann so einen fetten Audi A6 irgendwie und bei dem ist dann die Klimaanlage mal ausgefallen. Und es war vollkommen unerträglich im Sommer. Man konnte es nicht einstellen, dass da ein Luftzug an einem vorbeigeht. Also von daher, das nur als Kommentar, es geht auch wohl über Gebäude jetzt, über die du gesprochen hast, hinaus, dass so ein genereller Trend wahnsinnig da ist in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren, alles technisch lösen zu wollen. Fragen hätte ich ganz viele. Jetzt muss ich irgendwie für mich selber so eine Hitparade machen. Eine Geschichte, die mich jetzt vielleicht rein technisch interessieren würde, die steht relativ weit oben. Photovoltaik ist tatsächlich noch viel spannender, als ich früher gedacht habe. Ich war gestern bei einem Vortrag bei einem Physiker, der über die physikalischen Grenzen von Windenergie referiert hat, thermodynamisch, global. Und das war schon auch sehr, sehr spannend. Und da kam am Ende eigentlich auch raus, dass es viel, viel vernünftiger ist, direkt Primärstrahlung mit einer gewissen Effizienz aufzufangen. Und jetzt wollte ich einfach fragen, wie weit sind wir eigentlich jetzt mit dem Integrieren sozusagen von Photovoltaikanlagen in Gebäudehüllen, auch gerade in Wänden, das sieht man ja kaum. Ist es eine Schwachsinnsidee oder sollten wir auch in der Richtung weiterdenken jetzt? Also ich denke nicht, dass es eine Schwachsinnsidee ist. Es ist eben auch noch ein Thema der Akzeptanz und auch der Integration, wie es gemacht wird tatsächlich. Also wir hatten, es gab jetzt einen Wettbewerb im so letzten Sommer zu guten Beispielen und es gibt gute Beispiele und wo das wirklich vernünftig gemacht ist und es gibt Flächen, die dazu sehr gut dienen. Und wie gesagt, wir haben es ja jetzt auch vertikal aufgehangen am Aufzugsschacht auf dem BS04, also das ist jetzt von innen der Schacht komplett mit PV. Und so wie es im Moment aussieht, bringt es ziemlich viel. Und das ist natürlich jetzt eine sehr technische Anlage. Da ist die Optik jetzt nicht so wahnsinnig wichtig gewesen. Aber ich habe das Gefühl, dass auch hier die Industrie viel weiter denkt, bis hin zu farbigen PV, die jetzt dann schon kommen. Und immer mal wieder in Wettbewerben kommt auch weiße PV. Da bin ich immer etwas zurückhaltend, weil die Physik nun mal mit Absorption und Reflexion uns das gelehrt hat, wie es funktionieren sollte. Also da muss man dann auch sagen, wie viel Primärenergie setze ich ein, um die herzustellen. Also eine PV an sich, eine Zelle ist ja auch erstmal vom Herstellungsprozess energieintensiv. Das darf man auch nicht unterschätzen. Ich sehe es aber schon so, dass wir wahrscheinlich, also was sich nicht durchgesetzt hat, ist einfach Solarkollektoren. Also warm Wasser zu produzieren, hat auch lange Zeit gedacht, man könnte das an Balkonen machen und so. Auch diese Röhrenkollektoren, die sind ganz oft geplatzt, weil sie dann zu heiß wurden.
Und einfach dieses Wasser, diesen Vorlauf, Rücklauf, diese ganzen Schläuche in die Fassade zu entlegen, unglaublich aufwendig. Und ich sehe das hohe Potenzial und das schöpfen wir meiner Meinung nach nicht aus, auch auf Dächern. Wir könnten sie ja auch als wasserführende Schicht machen, dass wir uns wenigstens den Ziegel darunter sparen, auch an Material. Und da gibt es sehr schöne Beispiele, auch wieder leider nur in der Schweiz, finde ich immer so auf Reisen die guten Beispiele oder viele gute, da muss ich in Deutschland lange fahren, wo man das sehr schön sogar im Bestand in dunkle Dächer ganz sauber eingelegt hat, wo das die wasserführende Schicht ist. Dann ist die Effizienz vielleicht gar nicht die maximale, sage ich jetzt mal nicht 20, sondern vielleicht 15, aber es macht ja auch die Fläche, das muss man schon sagen. Also von daher sind wir da meiner Meinung nach relativ am Anfang und es macht Sinn, da weiter dran zu entwickeln. Danke, ich halte mich mal zurück, aber wir sehen dann, vielleicht gibt es später noch Gelegenheiten für weitere Fragen. Genau, ich habe schon eine Frage von Oliver Ernst im Chat hier bekommen. Die kannst du wahrscheinlich selber lesen, aber ich lese sie einfach mal für unsere Zuschauerinnen in YouTube vor. Gibt es Ideen, wie man Beton als Baustoff ersetzen könnte? Also es gibt natürlich Ideen, wie man Beton optimieren kann. Das muss man jetzt als erstes mal sagen. Das ist einmal der effizientere Einsatz über Drucktechniken, wie es ja auch Kollege Harald Kloft und Norm Hack in Braunschweig sehr stark forcieren. Also wie können wir grundsätzlich den Baustoff effizienter einsetzen? Und vielleicht auch noch eine Anmerkung. In den 60er Jahren wurde Beton deutlich effizienter eingesetzt als heute. Wir haben, wenn wir in den Wohnungsbau schauen, auch nur einfach mal zu sehen, was auch wir uns selber über Anforderungen für Probleme geschaffen haben. Wenn wir Betondecken bauen, die vielleicht 18 Zentimeter haben, hatten die Spannweite und haben das alles getragen. Das war nicht das Problem, aber wir kommen da mit dem Schallschutz nicht ganz so hin. Also hat man einfach die Decke nicht aus Tragverhalten, sondern einfach für den Schallschutz auf 28, 30 Zentimeter ist so ein Standard, erhöht. Aber das Originäre, das Tragverhalten würde schon auch eine dünnere Decke und weniger Beton schaffen. Also da ist man schon, muss man schon sagen, bevor man jetzt den Baustoff substituiert, man kann ihn auch optimieren. Man kann ihn dahingehend auch optimieren, dass man Zuschlagstoffe, Recyclingbeton, dann nimmt man gebrauchte Zuschlagstoffe aus Bauschutt. Ist immer noch ein bisschen schwierig, weil man die natürlich nicht ganz so präzise bemessen kann, normiert, wie jetzt neuen Kiesel, den man dazu schüttet. Ja, Entschuldigung. Und habe ein bisschen viel Energie gespart, wenn sie tut. Aber die Zementherstellung natürlich schon extrem energieaufwendig ist. Wir müssen den Zement ja brennen und dann müssen wir ihn wieder mahlen. Und es wird auch bei der Herstellung per se aus dem chemischen Reaktionen CO2 frei. Also wir kriegen den Beton nicht komplett CO2 frei. Auch wenn wir nur grüne Energie einsetzen, um ihn zu erzeugen, ist im chemischen Prozess wird CO2 freigesetzt. Also das nur mal nochmal zum Beton selber. Da sind wir nicht optimal unterwegs mit dem Baustoff, was er leisten können muss. Und auf der anderen Seite, ob man ihn jetzt substituieren kann durch einen anderen Stoff, also es gibt natürlich es gibt nicht eine Betonart, wo man jetzt sagt, der hat die gleiche Verhalten wie Beton oder wie Stahlbeton dann auch. Das ist immer irgendwo, es gibt einfach keinen grünen Zement derzeit und keinen CO2-neutralen Zement. Es gibt schon Kalk, Hanfsteine, es gibt Optimierungen, es gibt ja auch 3D-gedruckten Lehm oder es gibt, aber die Performance, die der Beton hinlegt, die ist so gut, was das Tragverhalten angeht, dass wir das noch nicht, glaube ich, einen Ersatzstoff gefunden haben. Und wenn, gerne, mir ist er noch nicht untergekommen. Es ist immer noch die große, große Diskussion. Und gerade wenn ich erdberührende Bauteile baue, ist es sehr schwierig, das nicht zu tun. Wir machen gerade Schraubfundamente auch noch mit Magerbeton, wo dann nur noch eine Holzplatte drauf liegt, ist mit Florian Nagler ein Projekt im Büro für ein Freilichtmuseum in Ammerang.
Und das ist auch schon relativ schwierig, muss man sagen. Also wir haben uns sehr an diesen Baustoff gewöhnt. Deswegen, also ich habe ihn noch nicht gefunden, den Ersatz. Vielen Dank für die Frage nochmal. Haben wir vielleicht noch jemand mit einer Frage? Wurde wohl auch zufriedenstellend beantwortet, die Frage. Emma. Mal schreiben. Ja, du hattest ja gerade gesagt, dass es nachhaltiger ist, irgendwo, wenn man Beton anders einsetzt, also so Shotcrete-Verfahren oder so. Ich verstehe aber irgendwie noch nicht ganz, inwiefern das jetzt wirklich nachhaltiger ist, weil man verwendet ja trotzdem Beton und maybe halt vielleicht ein bisschen weniger, als wenn man mit Schalung bauen würde. Aber inwiefern ist das genau nachhaltiger als irgendwie ein Standardholzbau oder so? Also Standardholzbau ist es nicht, aber wir müssen auch überlegen und plädiere schon dafür, dass wir unsere Baukonstruktionen und auch unser Wissen in der Baukonstruktion erhalten. Also es ist ja nur die Frage, wenn wir neu bauen, welche Standards setzen wir an? Wir werden es, glaube ich, nicht jetzt schaffen, Betonbauen zu verbieten. Ich glaube, da sind wir nicht weit genug einfach. Aber wir könnten ja schon mal, es wäre schon mal der erste Weg zu sagen, wie können wir weniger von diesem Baustoff einbauen. Aber gegenüber, also eine dünnere Betondecke hat trotzdem mehr CO2 als eine Holzbalkendecke. Aber sie hat halt auch eine ganz andere Möglichkeit. Also wir dürfen es auch nicht unterschätzen, auch im Holzverbundbau, was das heißt für den Planungsprozess. Also wenn wir dem TGA-Planer, das ist eine Flachdecke, am liebsten, wo er seinen Lüftungskanal drunter machen kann. Wenn wir im Holz Balkensystem denken, dann ist die Frage, wie wir natürlich horizontal durch ein Gebäude kommen, eine ganz andere. Dann reden wir vielleicht über doppelte Böden. Also dann brauchen wir wieder da mehr Material. Das sind ganz, ganz enge Zusammenhänge, wo wir wirklich gerade nicht mehr in die Schublade greifen können bei vielen Bauvorhaben und sagen, da haben wir das so gemacht, das können wir jetzt hier nochmal machen. Sondern es bedarf wirklich viel Grips, damit jetzt zurechtzukommen, was ich auch gut finde. Aber im Moment ist die Bauwirtschaft noch nicht so weit, dass sie auch die Zeit gibt, neu zu denken. Und auch, glaube ich, es dauert doch immer relativ lang, bis Fragen aus der Forschung oder dann Themen aus der Forschung dann auch wirklich in das Bauwesen einziehen. Und das ist auch noch sowas, was im Bauen geforscht wird, ist oft ja sehr angewandt. Dann wird es oft gefragt, ist es überhaupt noch Forschung? Und auf der anderen Seite ist es aber dringend notwendig, glaube ich, weil wer schon mal im normalen Planungsprozess dem Druck ausgesessen war, der weiß, dass die vielen Themen, die wir hier jetzt auch diskutieren, ganz schwierig sind und auch natürlich viel Gewährleistungsfragen und all diese Themen wichtig sind, dass man es monitort, dass man es ausprobiert. Und das ist für mich schon auch ein wichtiges Thema in der Bauforschung, dass wir nah an dem ran sind, was auch draußen in der Bauwirtschaft gefragt ist. Okay, danke schön. Aber besser als ein Beton wird auch keine dünne, also ein Holzbau wird auch keine dünne Betondecke. Aber wir müssen auch sagen, Holzbau, wie er gerade gemacht wird, ist meistens Holz. Verbundsystem, da ist ja noch ein Estrich meistens als entweder verlorene Schalung oder das Holz da drin und dann kommt trotzdem noch ein Estrich drauf mit Zement. Also das ist immer noch nicht, wir sind nicht beim Zement, ganz zementfreien Bauen, wenn wir über heutigen Holzbau sprechen. Wir haben noch eine weitere Frage von Andreas Ostermann. Ich lese einmal vor. Gibt es Ideen, wie man Gipskartonplatten, nehme ich mal an, Ja. im Sinne vom zirkulären Bauen als Baustoff ersetzen könnte und dabei auch auf Akzeptanz bei den Elektrotechnikern im Import-Haus bauen könnte? Okay. Puh. Also wir haben es ja gemacht. Wir haben keinen Gipskarton mehr eingebaut im Institut, sondern haben dort formaldehydfreies ESB, auch kein USB eingebaut, sondern ESB. Und ich weiß schon, was es hinauszieht. Und dann haben wir Lehmbauplatten auch an der Decke eingebaut und für den Brandschutz
ist der Gipskarton doppelt beplankt immer noch Elektrotechnik und doppelt beplankt der Gipskarton ist immer noch für viele eine sehr gute Kombination. Es gibt Alternativen, aber das ist genau auch die Frage. Es gibt sie und die Frage ist ja, bis wann schaffen wir das in den Bausektor das einzuführen und bis wann schaffen wir es auch? Und das ist ja nicht nur, dass die Planer das verstehen. Das ist genau wie das Thema BIM. Das Thema BIM in der Planung ist aufwendig, bis man das in so einem Büro implementiert hat, bis alle das Programm beherrschen, bis man seine eigenen Statuten dazu geschrieben hat. Aber dann kommt die Baustelle und die Baustelle ist wie vor 100 Jahren. Und dann bringt mir dieses super komplexe BIM-Modell manchmal gar nichts. Es kommt dann erst wieder auch in der Maintenance vom Gebäude, wo man relativ schnell sagen kann, so viel Flächen, Linoleum, die muss ich so und so pflegen. Dann kann man da Reinigungskosten ganz gut abgrenzen, wenn man das wirklich bis in den Betrieb sehen will. Aber dieser Bruch kommt immer dann, wenn es auf die Baustelle geht. Dann bringt mir das 3D-Modell, brauche ich immer doch einen Plan, an dem ich etwas erklären kann. Und wir haben auch so viele Produkte in der Umsetzung, das ist, ich kann es ja jetzt aus dieser eigenen Erfahrung, wo wir gesagt haben, wir bauen kunststofffrei am Institut. Ich kam hoch und die Bauschaumpistole lag schon da. Und es war mit allen Handwerkern abgestimmt, dass wir keinen Bauschaum verwenden, dass wir kein Silikon verwenden. Und es ist mühsam, dass wir auf dieses, was wir uns jahrelang jetzt, wie wir es immer gemacht haben, dass wir das auch in unseren Köpfen umgesetzt kriegen, dass wir wieder anders Verbindungen schaffen, dass wir wieder anders eben Elektro vielleicht auch auf einer Wand führen. All solche Themen ist nicht nur eine Frage von dem, ob es dafür einen Ersatzstoff gibt, es ist auch eine Frage vom Umdenken und bis hinein in die Handwerksberufe und das ist ja auch ein Thema der Ausbildung. Wir wissen alle, dass wir hier auch ein Riesenproblem in Deutschland haben, Nachwuchs im Handwerk, guten Nachwuchs auch im Handwerk, zu haben. Jona. Genau, Jona noch gemeldet. Ich hätte einmal eine Frage und zwar, was könnte ich denn als Mieter machen in einer Altbauwohnung mit Zentralheizung? Gibt es da irgendwelche technischen Lösungen, um da meinen Energieverbrauch irgendwie sinnvoll senken zu können? Also das, was gefährlich wird im Altbau, ist, wenn Sie die Heizung ganz abschalten und die Wände sehr kalt werden und dann noch Wäsche aufhängen und die Fenster nicht aufmachen. Dann wird es wirklich kritisch, weil dann kriegen Sie feuchte Probleme. Also das ist erstmal das Erste, das ich auch mal platzieren möchte, weil ich frage mich, wie viele Wohnungen gerade ein größeres baukonstruktives Problem kriegen durch die Energiekrise, als sie vorher hatten, als sie geheizt haben. Also auch nochmal das, es geht nicht darum, dauernd die Heizung auch hoch und runter zu drehen, auch der Anfahrbetrieb ist teilweise, das liegt ein bisschen an der Hydraulik auch, dann schon gar nicht so einfach jetzt. Ich sage jetzt mal eine Stunde ausmachen, eine Stunde anbringt oder 2 Stunden das wieder auskühlen lassen, dann wieder ganz aufheizen. Das sind so Regelungsthemen, wo man sagt, dann lieber kontinuierlich 18 Grad oder 19 Grad fahren. Das ist dann schon effizienter. Was Sie natürlich machen können, ist immer, dass Sie sagen, Sie machen die Zentralheizung, lassen Sie konstant durchlaufen und vergnügen sich mit dann lokal, wo Sie sich aufhalten, noch einer Wärmequelle. Das sollte man dann aber auch nicht übertreiben. Und was ich eben gesagt habe, wenn es ein hoher Raum ist, so ein Deckenventilator, der andersrum dreht und die warme Luft, die im Altbau oft oben unter der Decke hängt, wieder nach unten bringt, das kann schon viel helfen. Also das auf jeden Fall. Das wäre so was ganz Low-Tech-mäßiges, was aber Eigenkomposition ich bilde mir ein, es hilft. Aber Sie dürfen auch nicht zu schnell anmachen, dann haben Sie zu viel Luftzug. Also das wäre vielleicht so was ganz Einfaches. Bis hin zu natürlich, dass Sie, also was das eine ist ja der Energieverlust. Und das andere ist auch das Unbehagen, weshalb wir oft dann auch lokal sehr heiße Quellen aufdrehen, wie ein Heizkörper unterm Fenster, den Kaltluftabfall, weil die Scheibe kalt ist und die kalte Luft sinkt nach unten. Und wenn sie schnell sinkt, gibt es Zugerscheinungen eben gerade im Knöchelbereich. Und wenn man das unterbinden will, dann hilft auch schon ein Vorhang. Natürlich, oder wenn man das machen will, da wo man nie das Fenster aufmacht oder so, auch kann man auch was davor bauen, wenn man das machen will, nur so, dass es auch
hinterlüftet ist, sonst wird es dahinter auch schwierig. Also die Strahlung zu unterbinden kann auch viel für die Behaglichkeit helfen. Und wenn die Oberflächen warm sind, dann ist natürlich der Bedarf, an der Heizung rumzudrehen, schon geringer. Also es geht nicht nur eben um dieses neutrale 19 Grad an jedem Punkt, sondern auch, dass Sie die Außenwände möglichst warm, also in warmem Strahlungsaustausch sind, dass nicht aus Ihrem Körper einseitig sehr viel Energie gezogen wird. Von daher kann ein Vorhang viel im Altbau auch schon helfen. Nicht bei unbedingt primär beim Energiesparen, aber die Auswirkung, die er hat, dass man nicht so viel an der Heizung rumdreht. Ja, Herr Dorner, dann können Sie ja gerne noch mal eine Frage zwischendrin stellen. Ja, ich, aber ich schaue auf die Uhr, ne, 2036, und normal haben wir ja Zeitfenster, das da auch begrenzt ist. Heute etwas nach hinten wegen der Einführung. Ich habe jetzt, was suche ich mir denn da aus? Also eine Geschichte ist, wo ich mich schon frage, ich habe hier an der Uni ein ganz heißes Büro im Sommer. Das Einzige, was mein Vorgänger gesagt hat, Herr Dorner, Sie werden sehen, im Sommer kann man hier nicht arbeiten. Und ich kenne andere auch. Und ich frage mich mal, warum nicht so echte Primitivlösungen standardmäßig sind, oder wo das Potenzial läge, wenn man einfach da eine nicht allzu riesige leere Leitung einfach von der Nordseite des Gebäudes auf die Südseite legt und dann im Sommer schlicht und einfach dafür sorgt, dass die Luft auf der Nordseite angesaugt wird und auf der Südseite das ein bisschen durchlüftet. Ich meine, das stelle ich mir jetzt als Laie extrem kostengünstig, einfach und sonst was vor. Und in der Realisierung der heutigen Bauten wird das überhaupt nicht gemacht. Ne? Es ist eine absolute Katastrophe. Aber es ist auch so, wenn wir auf so ein Thema noch kommen, warum manchmal so einfache Lösungen, es ist ja auch, da müsste ja jetzt auch eine technische Planung für gemacht werden. Und man muss ja dazu sagen, das ist etwas, das ich sehr kritisiere in unserem Prozess. Und wir werden ja in unseren Bauleistungen bezahlt, die Honorare prozentual zu den Investitionskosten. Wenn ich viel und teure Technik einbaue, kriege ich viel Honorar. Wenn ich wenig Technik einbaue, und ich will jetzt niemandem unterstellen, dass die Büros deswegen machen, aber es ist sicherlich mehr Arbeit, ein einfaches, primitives, abgestimmtes Konzept mit vielen Fachplanern interdisziplinär zu hinzubekommen, als wenn ich einfach sage, dass ich nehme die Norm XY, da habe ich dann auch kein Gewährleistungsproblem, wenn es nicht funktioniert. Ich kann genau sagen, das hält 26 Grad, dann habe ich alles eingehalten und mir ist es jetzt auch egal, wie das aussieht, das ist mein Gewerk und das ziehe ich jetzt durch. Ist deutlich einfacher in der Planung, viel weniger Aufwand, viel mehr Honorar. Und das ist meiner Meinung nach schon große Krux in unseren Planungsprozessen, wo wir das auch sowas, wo ich glaube ich auch an kurzfristiger Stelle sehr viel Erfolg sehen würde, diesen ganzen Wahnsinn etwas, den wir da in der Planung treiben, etwas zu vereinfachen. Wir haben einen guten Bauherrn gehabt, der hat uns mal eine Prämie bezahlt, weil wir unter den veranschlagten Kosten geblieben sind. Aber er hat es uns nicht vorher gesagt, er hat es uns danach gesagt. Es war schön. Jedes Jahr, weil er so zufrieden war, hat er uns das, was wir hätten eigentlich kriegen müssen, wenn wir alles eingebaut hätten, hat er uns jedes Jahr noch 3 Jahre lang den Rest immer so als Taschengeld ausgezahlt. Ist ja auch schön. Das ist ja auch ein Teil des Prozesses. Ja. Jetzt hat Gabriele aufgezeigt. Ja, nur ganz kurz. Wahrscheinlich bist du zu jung. Es gab mal in der Honorarordnung das Erfolgshonorar. Und wo dann wirklich am Anfang mit dem Bauherrn vereinbart wurde, wenn man spart, kriegt man so viel Prozent. Und 30% gab es dann, also bei ein paar, das war ein sehr großer Bauträger. Und das müsstest du mal wieder, also das gab es früher, kann ich mal gucken, weil wir haben da gut verdient, weil gerade bei der Landschaftsarchitektur ist es auch so. Ich kann Betonweg machen, Asphaltweg, weil es gibt auch gewisse Produkte, da muss ich nur die Erde nehmen, Zusatzstoff und dann wird es verfestigt. Also da ist ähnliches Problem. Wenn ich günstig baue, nehme ich mir das Honorar, habe aber eigentlich mehr Aufwand, auch so mit Baumschulenware und so weiter. Sollten ja, alleine mit Regulen und Versicherungen. Finde ich wirklich, weil ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt halt auch.
So, dass dieses Mehrdenken muss einfach bezahlt werden und letztendlich sind es dann weniger Materialkosten, ja. Ja, und da hast du einen schönen Vortrag, genau. Ja. Gut, jetzt haben wir ja zwar schon ein bisschen die offizielle Zeit erreicht, aber Frau Endres, wenn Sie jetzt, wenn ich irgendwie dringend irgendwo hin müssen und Interesse dran haben, kann man ja einfach Open End jetzt machen. Open End kann ich heute nicht. Oh, dann gehe ich lieber mal bei Wolfgang Bier trinken. Ja, mit Open End meine ich nochmal 10 Minuten aus dem Ziehen. Also das macht man grundsätzlich nicht. Man muss schon wissen, wann es zu Ende ist. Darf ich nochmal? Oder ich weiß nicht, ob jemand anders ansteht. Ich möchte mich nicht vordrängen. Ja, dann darfst du gerne die Abschlussfrage stellen. Okay, ja. Ja, dann frage ich mal, was hältst du denn grundsätzlich so jetzt von grünen Dächern? Ich denke ans Studierendenhaus zum Beispiel. Ja, ja, ich finde es nicht gut, wie dieses Haus dort steht und dass wir auch noch von so vielen Räumen auf unserem Campus darauf schauen. Deswegen auch das Mühlenfort-Haus ist für mich, da stand das Studierendenhaus noch nicht, da bin ich das erste Mal drüber gestolpert und gesagt, warum schauen wir auf so eine schwarz flimmernde, schwarze Fläche? Und deswegen finde ich es noch schwieriger, dass wenn ich jetzt auch noch aus dem Süden gucke, auch noch auf den Neubau schaue, wo jetzt auch eben diese Dachpappe drauf ist. Ich kenne aber die Diskussion auch etwas dahinter und das ist ja schon die Frage, ja, wenn ich mir jetzt auch dass keine Photovoltaik drauf ist. Die Photovoltaik war die Frage, ach ja, wenn da doch Bäume sind, dann sind auch ein paar mehr Bäume dann gefällt worden und so, aber es war dann schon die Frage mit der Verschattung. Das gibt aber schon die Technologie heute auch her, das sehr modulweise dann wegzuschalten. Das ist nicht so wie früher, dass man sagt, wenn ein Modul verschattet ist, ist die ganze Anlage aus. Also die Zeiten sind auch rum. Von daher finde ich, wäre das schon gut und man kann es auch schön kombinieren. Und das Thema, dass natürlich dort vielleicht dann die Samen der Bäume auf das Dach fallen, was ja schon ein Problem ist, und dann ist ein Wartungsthema. Und da muss man dann schon abwägen. Aber mich würde schon interessieren, und ich glaube, ich gehe es auch noch an, nochmal zu rechnen, wie viel wir unten sparen könnten, weil das natürlich auch ein Leichtbau ist. Ist ja ein reines Stahlgebäude. Und auch wenn wir Grundwasser nutzen oder Erdsonden, eins von beiden wird da genutzt, glaube ich. So genau stecke ich im Technik nicht drin. Ist auf jeden Fall eine Umweltenergie eingesetzt worden. Dann ist ja schon die Frage, wie viel muss ich denn irgendwann bringt, geht so lange Strahlung auf dieses dunkle Dach, dass das auch irgendwann durchsticht. Und das Haus hat wenig Speichermassen. Da würde es sehr viel helfen, ist meine Vermutung und meine These, wenn wir das begrünen würden. Und auch für das Klima um das Gebäude herum wäre das aus meiner Sicht schon gut gewesen, wenn man da ein Gründach drauf gemacht hätte. Die Frage wäre, würden die Studierenden, würden wir es hinbekommen, dass die Samen da oben, dass da nicht Bäume wachsen. Ich verstehe diesen Einwand schon. Die Frage der Wartung ist ja nicht unerheblich an einem Unicampus. Wer kümmert sich um diese ganzen Gebäude? Und vielleicht müssten wir da aber auch viel mehr uns einbringen oder da auch nicht sagen, das gehört ins GB3 und ich will nur die schöne Blumenwiese da oben drauf sehen, sondern das Thema der Verantwortung ist schon auch ein wichtiges Thema. Wir müssen aufhören, den Rest zu nehmen. Den Rest zu mähen, der schrecklich aussieht und da teilweise wirklich Wiesen kommen lassen. Und dann hätten wir so viel Zeit, dass man wirklich Zeit hätte, um dieses Dach zu beobachten. Also das Thema Grün um dieses Studierendenhaus. Ich war ja die Vorsitzende der Jury von diesem Studierendenhaus. Das ist einfach unserer Universität nicht würdig, was da totgespart wurde und wie das ist. Aber es kann nur besser werden. Da würde ich mal sagen, da haben wir wirklich noch ein Projekt, das ich gerne mit anfasse. Ja, aber wirklich, es ist traurig, weil das war ja ein langer Prozess, bis wir dahin sind und dann hakt es am Geld. Zumal, wie gesagt, unsere Rasen, die waren so kurz geschoren, dass jeder Käfer, jede Biene abhaut. Also da wird so übergepflegt. Also von wegen, wie intelligent ist so dieses Management bei der Pflege. Genau. Und ich finde ja auch, das finde ich so wichtig und es war mir auch im Institut so wichtig und deswegen hat es auch ein paar Mal gekracht mit Handwerkern, aber auch mit Verantwortlichen.
Weil ich gehe schon davon aus, dass unsere Studierende auch was lernen von den Räumen, in denen sie studieren, die sich mit dem Bau beschäftigen. Und deswegen ist es für mich schon schwierig, dass wir, oder sagen wir mal so, ich will es nicht negativ sagen, wir hätten schon Potenzial am Campus, das noch besser darzustellen, was die Fragen unserer Zeit sind. Und den Campus auch mehr in die als Lehrprojekt mit einzubeziehen. Schönes abschließendes Wort oder schöne abschließenden Worte, würde ich mal sagen. Damit verabschieden wir uns von allen Zuschauer, Zuschauerinnen und nächste Woche wieder in Präsenz, wenn mich nicht alles irrt. Dementsprechend auf Englisch, wie gesagt. Schönen Abend noch und bis auf Wiedersehen. Tschüss, schönen Abend. Danke fürs Zuhören. Tschüss.